Ja, herzlich willkommen hier in Wuppertal zur Glaubensinformation heute Abend. Schön, dass so viele da sind. Ganz viele und ein Hund haben wir auch zu Gast heute Abend. Dem auch ein ganz besonderes herzlich willkommen. Das Thema reizt natürlich geradezu, wenn Gott kämpft. Ein Blick in das Alte Testament. Da kann ich vielleicht direkt mit beginnen, mit einer Einführung. Man hat ja sehr oft den Eindruck, wenn man jetzt nicht nur in die Presse guckt, sondern wenn man so landläufig auch hört, wie die Gottesbilder im Alten oder Neuen Testament sich angeblich unterscheiden, dass wir im Alten Testament einen Kriegs- oder einen Rachegott hätten, einen strafenden Gott, und Jesus Christus hätte diesen Gott dann quasi, ja, dieses Gottesbild korrigiert und die Nächstenliebe gepredigt, dieses Gottesbild in einen liebenden Gott gewandelt. Das ist eine doch recht einseitige Sichtweise, die man so eigentlich nicht aufrechterhalten kann. Sie stimmt schon nicht fürs Alte Testament, denn auch im Alten Testament haben wir Gott durchaus mit sehr vielen liebenden Konnotationen, wenn es etwa bei den Propheten heißt, er ist wie eine Glucke, die die Kinder unter ihren Flügeln sammelt, dann kann man da wohl schlecht einen strafenden Gott rauslesen. Wenn wir bei den Propheten, wie wir gleich sehen werden, die große Vision von der endgültigen messianischen Friedensvision haben, die Völker sollen kommen, Schwerter sollen zu Flugscharen sein, denken Sie nur an die Jesaja-Vision, an die Jesaja-Verheißung, die wir oft in der Weihnachtszeit ja hören. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht, wo es dann auch heißt, jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Das sind doch deutliche Aufrufe zum Frieden, dass die Menschen miteinander in Frieden leben sollen. Also diese Sichtweise auf das Alte Testament, da sei der Strafende, der Rachegott quasi exklusiv, ist so nicht haltbar. Wie wir sehen werden, ist Gott trotzdem einer, der kämpft. Warum, wieso und weshalb? Das ist ja die entscheidende Frage. Da werden wir uns gleich mit den Texten etwas näher befassen. Bevor wir darauf schauen, vielleicht aber dann doch auch nochmal einen Blick, wenigstens andeutungsweise in das Neue Testament, denn auch das Neue Testament ist jetzt nicht einfach so, dass da Gott die reine Liebe sei und wir den lieben Gott quasi als harmlosen Gott, der keinem mehr etwas Böses tut, vorgestellt wird. Das stimmt so auch nicht. Wir werden gleich im Laufe des Abends eine Stelle aus dem Römerbrief lesen, wo wir eben auch den zornigen Gott haben. Und ja, auch das Neue Testament kennt durchaus den Gerichtsgedanken. Da geht es nicht um ein Strafgericht, wohl aber, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Die letzte Gerechtigkeit soll aufgerichtet werden. Der Gott der Liebe, an den wir Christen glauben, ist eben kein Gott, der einfach so harmlos wäre, sondern Liebe in sich bedeutet ja auch immer, wie ein Feuer zu brennen. Und das ist quasi auch das Gericht Gottes. Nicht zuletzt, wenn man in die Offenbarung des Johannes schaut, wo wir den endzeitlichen Kampf, Klammer auf, Endzeit im Sinne der Johannes-Offenbarung ist aber eigentlich immer. Also das ist keine Vision, die zum Schluss der Zeiten auf uns zukommt, sondern die Johannes-Offenbarung spricht immer in die jeweilige Zeit hinein und ruft dort entsprechend auf, sich zu positionieren. Aber auch in der Offenbarung des Johannes wird doch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass hier Gott letzten Endes für sein Volk, für die Seinen streitet. Wir schauen einmal in das Alte Testament und nähern uns dieser Frage an, wenn Gott kämpft. Wir haben hier vorwiegend noch die, mittlerweile muss man sagen, alten Einheitsübersetzungen, mit denen wir arbeiten, allein deshalb, weil ich noch nicht genug neue Einheitsübersetzungen habe, dass wir alle reingucken, schauten. Bei einer Stelle schauen wir gleich mal in die neue Einheitsübersetzung rein. Wir arbeiten aber jetzt hier heute Abend noch mit den alten. Das wird nicht mal allzu lang sein bei unseren Glaubensinformationen hier. Heute Abend schauen wir hier rein. Und wir schauen vielleicht mal an die Stelle, wo der Gotteskampf oder der kämpfende Gott in sich quasi vorgestellt wird, hinein. Und zwar ist das Jakob am Jabbok, Genesis 32, die Verse bis 23 bis 33. Genesis 23. Genesis, Entschuldigung, 32, die Verse 23 bis 33. Das ist hier in unseren Bibelausgaben die Seite 46. Da geht's los. Eine kurze Einordnung in den Text, damit wir ungefähr wissen, mit wem wir es zu tun haben, mit wie der Kontext entsprechend ist. Wir befinden uns quasi in den Geschichten der Urväter Abraham, Isaak und Jakob.
die Geschichte, die am Grund des Glaubens steht, die im Neuen Testament auch vielfältig, wenn auf die Väter geschaut wird, ist ja gerade der Glaube Abrahams derjenige, der deutlich vorgestellt wird. Abraham, auf dem der Segen Gottes zu liegen kommt. Und in der jüdisch-christlichen Tradition geht dieser Segen Abrahams ja auf Isaak über. In der muslimischen Tradition ist es Ismael, der dann zum weiteren Stammvater werden wird. Da gehen die Linien Islam und Judentum, Christentum quasi schon auseinander. Man kann schon sagen, dass Islam, Judentum und Christentum, die drei großen monotheistischen Religionen, in Abraham eine gemeinsame Symbolfigur haben. Aber schon bei den Söhnen Abrahams in der Bewertung scheiden sich die Geister. Juden und Christen führen sich auf die Isaak-Linie zurück. Es ist dann ja auch Isaak, der von Abraham gebunden wird und geopfert werden soll. Während es im Koran Ismael ist. Da findet also eine komplette Umdeutung dieser Erzählung statt. Also der Segen Abrahams, den Abraham quasi von Gott erhalten hat, geht auf Isaak über. Isaak selber hat zwei Söhne, Jakob und Esau. Zwillinge, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Esau ist eigentlich der Ältere, der wird also ein paar Minuten vorher geboren und er hätte das Erstgeburtsrecht gehabt, damit auch das Anrecht, den abrahamitischen Segen, der eben auf Isaak übergegangen ist, zu empfangen. Aber schon bei der Geburt der beiden merkt man, dass der Jakob offenkundig der Findigere ist, denn Jakob heißt übersetzt Fersenhalter. Man könnte auch sagen Betrüger, denn er hält quasi bei der Geburt schon den Esau an der Ferse fest und scheint ihn fast zurückziehen zu wollen, dass er der Erste ist. Die Geschichte ist dann bekannt, das berühmte Linsengericht, wie Jakob dem Isaak um ein Linsengericht das Erstgeburtsrecht abluchst. Linsengericht hört sich für uns wie ein Armengericht an. Es ist aber, weil es eine sehr proteinreiche Nahrung ist, damals wohl gar nicht so banal gewesen, sich von Linsen zu ernähren. Trotzdem luchst er ihm da um ein Linsengericht das Erstgeburtsrecht ab, betrügt auch noch seinen Vater, seinen mittlerweile erblindeten Vater, erlangt den Segen und weil der Esau dann irgendwann merkt, was ihm da so widerfahren ist, muss Jakob sich vom Acker machen. Er kommt zu einem Verwandten, verliebt sich unsterblich in dessen Tochter, um die er 7 Jahre werben muss. Nach 7 Jahren freut er sich dann endlich, diese Tochter ehelichen zu können. Jetzt wird der Betrüger selbst zum Betrogenen, denn der Vater führt ihm die eigentlich ältere Tochter Lea zu. Die Heilige Schrift beschreibt, dass es so nicht besonders schön sein soll. Am Morgen nach der Hochzeitsnacht merkt er, oh, er hat die Falsche geheiratet und soll nochmal 7 Jahre für die zweite Frau, die er ja eigentlich liebt, heiraten. Mit den beiden macht er sich dann endlich auf den Weg. Beide Frauen zusammen werden dem Jakob 12 Söhne schenken. Das sind dann die 12 Stammväter Israels, die nach Ägypten wandern und so weiter. Jakob und Esau begegnen sich noch einmal und Jakob hat natürlich berechtigt Strang vor Esau. Der Esau ist nämlich nicht zimperlich, er hat mittlerweile auch eine kleine Herrscher um sich geschart. Und bevor es quasi zum Showdown kommt, ereignet sich hier unsere Erzählung. Genesis 32, die Verse 23 bis 33. In derselben Nacht stand er auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde sowie seine 11 Söhne und durchschritt die Furt des Jabbok. Er nahm sie und ließ sie den Fluss überqueren. Dann schaffte er alles hinüber, was ihm sonst noch gehörte. Als nur noch er allein zurückgeblieben war, rang mit ihm ein Mann, bis die Morgenröte aufstieg. Als der Mann sah, dass er ihm nicht beikommen konnte, schlug er ihn aufs Hüftgelenk. Jakobs Hüftgelenk renkte sich aus, als er mit ihm rang. Der Mann sagte, »Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgestiegen.« Jakob aber entgegnete, »Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest.« Jener fragte, »Wie heißt du?« Jakob antwortete, Da sprach der Mann, nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel, das heißt Gottesstreiter. Denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und hast gewonnen. Nun fragte Jakob, nenne mir doch deinen Namen. Jener entgegnete, was fragst du mich nach meinem Namen? Dann segnete er ihn dort. Jakob gab dem Ort den Namen Penuel, das heißt Gottesgesicht, und sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch mit dem Leben davongekommen.
Die Sonne schien bereits auf ihn, als er durch Penuel zog. Er hinkte an seiner Hüfte. Darum essen die Israeliten den Muskelstrang über dem Hüftgelenk nicht bis auf den heutigen Tag. Denn er hat Jakob aufs Hüftgelenk, auf den Hüftmuskel geschlagen. Eine bemerkenswerte Geschichte, die von einem Gotteskampf ganz besonderer Art erzählt. Wenn wir üblicherweise hören, Gott ist ein Krieger, Gott ist ein Kämpfer, dann denken wir natürlich sofort an eine kriegerische Auseinandersetzung, wo Gott gegen Völker aufsteht. Ein Gedanke, den wir im Alten Testament durchaus auch kennen. Hier an dieser Stelle aber geht es gar nicht um eine solche kriegerische Auseinandersetzung, sondern Gott kämpft mit Jakob, diesem Menschen, der sich das Erstgeburtsrecht und mit dem Erstgeburtsrecht auch den Segen erschlichen hat, den Gott einst dem Abraham gegeben hätte. Wir können aus dieser Geschichte etwas Bemerkenswertes lernen. Den Segen Gottes hat man nicht einfach so, man muss sich ihn erringen. Gott räumt uns die Steine nicht einfach so im Leben aus dem Weg. Wir müssen das Leben erringen, im Leben mit Gott. Wenn Gott kämpft, kämpft er auch mit den Seinen. Denn wir haben in uns oft genau dieses Anliegen, genau diese Sehnsucht vielleicht danach, dass doch alles ganz einfach werden soll. Diese Geschichte, Jakob am Jabbok, zeigt erstmal selbst die, auf denen der Segen Gottes liegt. Und der Segen ist ja längst bestätigt in dieser Vision der Himmelsleiter, die Jakob sieht. Selbst denen erspart Gott nicht, dass man mit ihm ringen muss. Das ist das eine. Die Geschichte hat aber noch mehrere andere interessante Konnotationen. Denn hier wird ja ein nächtlicher Kampf geschildert und Jakob hat zuerst den Eindruck, er würde mit einem Menschen ringen. Das ist keine unheimliche Macht, die Gott da anfällt, sondern es ist offenkundig etwas sehr Reales, was für Jakob natürlich, wenn man kämpft, ist es bedrohlich, aber es ist nicht in diesem Sinne unheimlich. Das zeigt uns erstmal in dieser Erzählung, Gott ringt quasi ganz alltäglich mit uns. Der Kampf, den Gott quasi mit uns führt, wenn man es denn so sagen will, ist etwas, was sich in den alltäglichen Begebenheiten ereignet. Noch etwas. Jakob wird verwundet. Seine Hüfte wird quasi, Gott schlägt ihn auf die Hüfte und er trägt das davon. Das wird quasi zum Kennzeichen für ihn. Wenn ich hier so in den Raum schaue, mich eingeschlossen, wir sind jetzt alle in einem Alter, wo man schon so die einen mehr, die anderen weniger Zipperlein hat. Wer weiß, was das vielleicht bedeuten kann, wer da mit uns gerungen hat. Das mal so mit zwinkendem Auge im Scherz gesagt. Nein, wer mit Gott gerungen hat, wer sich diesem Gott gestellt hat, der trägt Zeichen in seinem Leben mit sich. Es ist nicht immer so einfach, wie man sich das vorstellt, sondern eine Erfahrung, eine Gotteserfahrung, die man gemacht hat, ist nicht immer nur Anlass zu Jubel. Ganz im Gegenteil sogar. Wenn wir im Alten Testament immer wieder schauen, dass Gott sich den Menschen zeigt, tut Gott das in der Regel, wenn überhaupt, nur in vermittelter Art und Weise. Eine unmittelbare Gotteserfahrung ist mit Blick zum Beispiel auf die Mose-Erzählung am Sinai ja geradezu unmöglich. Gott sagt dem Mose da ja, würdest du mich sehen, du müsstest sterben. Lebende können mich nicht sehen. Wenn Gott sich aber selbst in vermittelter Weise, etwa durch die himmlischen Heerscharen zeigt, selbst da geraten die Menschen immer in einer Weise in den Schrecken, dass sie im wahrsten Sinn des Wortes verrückt werden. Die Wirklichkeitsmaßstäbe verrücken sich. Deswegen müssen die Engel ja auch immer erstmal sagen, fürchte dich nicht, weil die Menschen erstmal von Schrecken befallen sind. Wer dieser Größe Gottes, dieser wahren Größe Gottes und seiner Macht und Kraft wirklich begegnet ist, wird davon Zeichen in seinem Leben zurückbehalten. Es ist also quasi auch ein Ausweis von Lebenserfahrung, diese Dinge, die man im Leben mit sich herumträgt. Es ist sicherlich ein Anlass zum Jubel, Gott begegnet zu sein, aber es hinterlässt eben auch seine Narben quasi im Leben, die zeigen, dieser Mensch hat eine besondere Erfahrung gemacht, an der man eben auch gewachsen ist. Jakob wird gefragt, wie er heißt. Und Jakob fragt natürlich im Gegenzug Gott, wie heißt du? Wir alle kennen diese Frage. Mose wird sie am brennenden Dornbusch stellen. Wem soll ich sagen, wer schickt mich zu dir, Volk Israel? Und dem Mose wird ja der Gottesname,
der ja eigentlich kein Name ist, sondern mehr eine Zustandsbeschreibung. Ich bin der, ich bin da, geoffenbart. Hier unterbleibt noch die Offenbarung des Gottesnamens. Jener entgegnete, was fragst du mich nach meinem Namen? Dann segnete er ihn dort. Gott zeigt sich also noch nicht in seiner endgültigen Größe, aber er bestätigt abermals den Segen. Eine bemerkenswerte Geschichte. Ein Hallodri wie Jakob wird zum Träger des Segens Gottes. Man könnte auch sagen, Gott schreibt nach wie vor auf krummen Zeilen gerade. Es sind gerade diejenigen, die in ihrem Leben vielleicht tiefgreifende, vielleicht sogar traumatische Erfahrungen gemacht haben, die zum Träger des Segens Gottes werden. Es sind nicht immer diejenigen, bei denen alles nur glatt läuft, sondern gerade diejenigen, die aus Lebenserfahrung eben, ja, weil sie mit Gott gekämpft haben, dann auch dem Leben etwas zu sagen haben. Vielleicht könnten Sie der Dame noch irgendwo einen Stuhl besorgen. Oh, Entschuldigung, ich hab sie. Aus meinem Büro vielleicht. Hey, konnten Sie nicht sehen, aber ich sehe Sie so hier im Augenwinkel. Dieser Kampf Jakobs mit Gott am Jabbok. Entscheidend vor dem Entscheidungstag, wo es zur definitiven Auseinandersetzung mit seinem Zwillingsbruder Esau kommen soll, die beiden werden sich dann sogar versöhnen. Dieser Showdown, der quasi dem Showdown vorausgeht, ist vielleicht das Kennzeichen des Kämpfers Gott, den wir als Überschrift über alle anderen Dinge setzen sollten. Denn Gott kämpft nicht einfach aus Kampfeslust, weil er Spaß am Kämpfen hätte, sondern der Kampf Gottes hat einen Zweck. Jakob soll lernen, dass er den Segen erringen muss. Er hat ihn sich erschlichen bisher. Aber der Segen Gottes, der ihm ja jetzt endgültig zuteil wird, der muss errungen werden. Der hat auch Konsequenzen. Man kann sich im Leben eben nicht so einfach durchmogeln, sondern man muss für diesen Segen Gottes eben auch etwas tun. Der fällt nicht einfach so vom Himmel, sondern wer den Segen Gottes erringen will oder wer ihn hat, der muss sich entsprechend auch quasi ja, mit den Auseinandersetzungen, Herausforderungen des Lebens beschäftigen. Dieses Urbild, Gott kämpft nicht einfach so, sondern um dem Menschen auch etwas Gutes angedeihen zu lassen. Das sind zwei Seiten ein und derselben Medaille in diesem Leben. Dieses Urbild prägt die Art und Weise, wie Gott in der Heiligen Schrift kämpft, hier mit einem einzelnen Menschen. Und mit einem einzelnen Menschen kämpft Gott auch letzten Endes im Buch Exodus, wenn es um den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten geht. Denn da wird Gott jetzt tatsächlich zu einem Streiter für sein Volk, aber auch hier nicht wirklich aus Streitlust, wie wir sehen werden. Wir werfen einen Blick in das Buch Exodus, und zwar in das 13. Kapitel ab Vers 17. Das ist in den Bibelausgaben, die wir hier vor uns liegen haben, die Seite 77. Kapitel 13, Abvers 17, die Seite 77. Ist eine etwas längere Erzählung, die wir jetzt vor uns haben, aber es ist der Durchzug, die Rettung am Schilfmeer, der Durchzug des Volkes Israel aus Ägypten. Als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte sie Gott nicht den Weg ins Philisterland, obwohl er der kürzere war. Denn Gott sagte, die Leute könnten es sonst, wenn sie Krieg erleben, bereuen und nach Ägypten zurückkehren wollen. So ließ sie Gott einen Umweg machen, der durch die Wüste zum Schilfmeer zog. Geordnet zogen die Israeliten aus Ägypten hinauf. Mose nahm die Gebeine Josefs mit, denn dieser hatte die Söhne Israels beschworen, wenn Gott sich euer annimmt, dann nehmt meine Gebeine von hier mit hinauf. Sie brachen von Sukkot auf und schlugen ihr Lager in Etam am Rand der Wüste auf. Der Herr zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. Die Wolkensäule wich bei Tag nicht von der Spitze des Volkes und die Feuersäule nicht bei Nacht. Der Herr sprach zu Mose, sag den Israeliten, sie sollen umkehren und vor Pi-Hahirot zwischen Migdol und dem Meer ihr Lager aufschlagen. Gegenüber von Baal-Zephon sollt ihr am Lager, im Meer das Lager aufschlagen. Dann denkt der Pharao, die Israeliten haben sich im Land verlaufen. Die Wüste hat sie eingeschlossen. Ich will das Herz des Pharao verhärten, sodass er ihnen nachjagt.
Dann will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht meine Herrlichkeit erweisen, und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und so taten sie es. Als man dem König von Ägypten meldete, das Volk sei geflohen, änderte der Pharao und seine Diener ihre Meinung über das Volk und sagten: Wie konnten wir nur Israel aus unserem Dienst entlassen? Er ließ seine Streitwagen anspannen und nahm seine Leute mit. 600 auserlesene Streitwagen nahm er mit und alle anderen Streitwagen der Ägypter und 3 Mann auf jedem Wagen. Der Herr verhärtete das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, sodass er den Israeliten nachjagte, während sie voll Zuversicht weiterzogen. Die Ägypter jagten mit allen Pferden und Streitwagen des Pharao, mit seiner Reiterei und seiner Streitmacht hinter ihnen her und holten sie ein, als sie gerade am Meer lagerten. Es war bei Pir Hahirot vor Baal Zephon. Als der Pharao sich näherte, blickten die Israeliten auf und sahen plötzlich die Ägypter von hinten ausrücken. Da erschraken die Israeliten sehr und schrien zum Herrn. Zu Mose sagten sie: Gibt es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns zum Sterben in die Wüste holst? Was hast du uns da angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Haben wir dir in Ägypten nicht gleich gesagt, lass uns in Ruhe? Wir wollen Sklaven der Ägypter bleiben, denn es ist für uns immer noch besser, Sklaven der Ägypter zu sein, als in der Wüste zu sterben. Mose aber sagte zum Volk: Fürchtet euch nicht, bleibt stehen und schaut zu, wie der Herr euch heute rettet. Wie ihr die Ägypter heute seht, so seht ihr sie niemals wieder. Der Herr kämpft für euch, ihr aber könnt ruhig abwarten. Der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen. So will ich am Pharao und seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. Der Engel des Herrn, der den Zug der Israeliten anführte, erhob sich und ging an das Ende des Zuges, und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat an das Ende. Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da, und Finsternis und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht aneinander nicht näher. Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen, und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach, alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen, denn Yahweh kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der Herr zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter seine Wagen und Reiter zudeckt. Mose streckte seine Hand über das Meer, und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm hinterherliefen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel das sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose den Israeliten, dem Herrn, dieses Lied. Sie sagten: Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben, Rosse und Wagen warf er ins Meer. Und dann kommt dieses große Schilfmeerlied, das dann nochmal den Sieg Jahwes entsprechend besingt. Nichts kann man an dieser Erzählung schönreden. Zahlreiche Leichen pflastern den Weg des Volkes Israel durch das Schilfmeer. Nichts kann man heute vielleicht auch noch.
Nichts kann man an dieser Geschichte schönreden. Tod ist in dieser Geschichte da. Mehr noch, die Geschichte, die Erzählung beharrt darauf, dass Gott an den Ägyptern ein Zeichen vollziehen, ja, vielleicht ein Exempel statuieren will. Mehrfach wird gesagt, dass Gott das Herz des Pharaos bzw. das Herz der Ägypter verhärtete. Dahinter steckt natürlich der Gedanke, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, diese Geschichte sei wirklich so passiert. Das ist eine mythische Erzählung, die man entsprechend vielleicht auch nicht ganz so historisch nehmen darf. Dahinter steckt eine historische Urerfahrung, die sicherlich auch mythisch verstärkt ist. Aber wenn wir mal die Erzählung und die Bilder, die diese Erzählung so aufbauen, an uns heranlassen, dann merken wir natürlich, auf der einen Seite ist dieses Volk Israel. Das werden nicht Tausende gewesen sein, aber es ist ein Volk, das sich da quasi jetzt aus Ägypten davon macht, aus der Sklaverei befreit hat. Dieses Volk wird zumindest in der Diktion dieser Geschichte durch außergewöhnliche Zeichen geschützt. Da gibt es nachts diese Feuersäule, tagsüber die Wolkensäule, die verhindert, dass Ägypten und Israel überhaupt einander nahe kommen können. Also mächtige Wunder, in denen das Volk Israel zumindest das Wirken seines Gottes wahrnimmt. Ob die Wolkensäule jetzt ein Sandsturm war oder was, das lassen wir alles dahingestellt sein. Das Volk Israel sieht hierin Gott am Werk. Gott beschützt sein Volk. Das Volk Israel ist aber permanent am Murren, denn es sieht auch die Gefahr auf sich zukommen. Und das Volk Israel wird den ganzen Exodus hindurch murren. Wenige Verse später, wenn das Volk Israel gerade diese Erfahrung des machtvollen Wirkens Jahwes hinter sich hat, Jahwe streitet für sein Volk, werden sie in der Wüste sein, werden Hunger und Durst haben und werden schon wieder anfangen zu jammern. Gott wird sein Volk auch da retten, im Manna-Wunder und in dem Wasserwunder aus dem Felsen. Aber auch das reicht nicht. Sie werden immer wieder jammern. Die lernen quasi nichts. Aber Gott streitet immer wieder für sein Volk. Hier kommt es zur ersten konfliktiven Auseinandersetzung. Im Angesicht der Streitmacht Pharaos möchte Israel eigentlich lieber wieder zurück in die Sklaverei. So nach dem Motto: Besser als Sklave arbeiten, als tot sein. Was ist schon die Freiheit wert? Könnte fast ein Bild für unsere Zeiten heute sein, wenn viele Völker sich selber unter die Herrschaft von Despoten begeben wollen, demokratisch legitimiert. Bemerkenswert, ne? Die Freiheit scheint den Menschen nicht wirklich viel wert zu sein, wenn man das so sieht, wenn man sich da so an den Hals wirft. Das nur nebenbei bemerkt. Jetzt hier kommt es aber dazu, dass Gott will ein Zeichen setzen. Das Zeichen ist, ich streite für mein Volk. Das ist quasi die Diktion, unter der alles andere steht. Wir haben das hier in dem Vers gehabt. Ich will das Herz des Pharao verhärten, sodass er ihnen nachjagt. Dann will ich am Pharao und seiner ganzen Streitmacht meine Herrlichkeit erweisen und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Darum geht es in dieser Geschichte. Es soll eine Offenbarung sein, dass Gott der Herr ist. Das ist ein Topos, den wir im Alten Testament sehr häufig finden. Israel muss lernen, Gott streitet für mich. Jakob, der ja Israel genannt wird, muss sich das auch erringen. Es fällt dem Volk nichts einfach so in den Schoß. Auch das Volk muss das Seine tun, die Herausforderungen der Wüste in diesem Fall annehmen. Aber Gott tut das Seine dazu. Und das ist angesichts dieser militärischen Bedrohung durch den Pharao eben jetzt auch, dass Gott für sein Volk streitet. Es geht hier nicht um Kampfeslust Jahwes, der ein rachsüchtiger, blutdürstiger Gott wäre. Aber angesichts dieser militärischen Bedrohung streitet er jetzt für sein Volk. Wie macht er das? Der Text schildert Gott quasi als eine Art Krieger. Und in dem Schilfmeerlied wird das später sogar gesagt. Er ist ein starker Krieger. Wieso kommt der Text dazu? Wie würde denn jetzt ein vergleichsweise schwaches, unbewaffnetes Volk einer solchen Streitmacht gegenübertreten? Offenkundig kommen ja keine Blitze aus dem Himmel der höheren Macht, sondern der Sieg über die Ägypter erfolgt ja vergleichsweise natürlich. Die verhalten sich eigentlich erstmal relativ
merkwürdig unmilitärisch, die Ägypter. Denn das Ganze scheint ja ohne großen Plan zu sein. Deshalb heißt es mehrfach, Gott verhärtete das Herz. Die arbeiten quasi kopflos, die haben den Verstand ausgeschaltet. Eigentlich müsste man doch sagen, wenn da solche mächtigen Zeichen sind, jagt man doch nicht. Das ist viel zu gefährlich, da hineinzugehen. Es ist viel zu gefährlich, in ein solches sumpfiges Schilfmeer zu gehen. Wieso machen die das? Das heißt, die Ägypter sind quasi blind, verstandeslos und tun Dinge, die völlig unvernünftig sind. Das erklärt man hier. Gott wird als jemand beschrieben, der in das Lager der Ägypter einkehrt und dort die Räder an den Wagen hemmt, der Verwirrung schafft, so als wenn das quasi ein Agitator, ein feindlicher Spion wäre, ein Defätist, den man quasi ins Lager der Feinde hineinschmuggelt, um dort quasi Unheil anzustiften. Gott bedient sich also letzten Endes, hier so wird das beschrieben, menschlicher Mittel. Es ist keine göttliche Gewalt, die von oben herabtrifft. Es fällt kein Feuer vom Himmel, das da vernichtend tätig wäre, sondern Gott bedient sich hier menschlicher Mittel, aber nicht um der Gewalt als solches willen, sondern um sein Volk zu beschützen. Das ist der entscheidende Topos, warum Gott hier kämpft. Er streitet nicht einfach so, weil er ein rachdürstiger, blutrünstiger Gott wäre, der Menschenblut wollte und die Feinde einfach so reihenweise ummäht. Nein, er ist ein Gott, der ihn primär für sein Volk streitet, wenn es notwendig ist. Man könnte das in diesem Sinne als eine Art Notwehrhandlung sehen, in diesem Sinne, wenn man denn mit diesen Kategorien arbeiten will, was theologisch gesprochen ein wenig schwierig ist. Denn die Alternative wäre, die Ägypter werden des Volkes Israel habhaft und werden die umbringen. Das Volk Israel aber selbst ist schwach, denn es gibt ja ganz am Anfang einen bemerkenswerten Vers, den darf man nicht übersehen. Da sagt Gott ja, so ließ sie Gott einen Umweg machen, der durch die Wüste zum Schilfmeer zog. Und das macht er deshalb, weil er vorher sagt, die Leute könnten sonst, wenn er ihnen den direkten Weg gezeigt hätte und wenn die den direkten Weg gegangen wären ins gelobte Land, die Leute könnten sonst, wenn sie Krieg erleben, bereuen und nach Ägypten zurückkehren wollen. Eigentlich möchte Gott seinem Volk den Krieg ersparen. Wären die von Ägypten aus den direkten Weg ins gelobte Land nach Kanaan gezogen, wären die spätestens, wo heute der Gazastreifen ist, auf die Philister getroffen. Und die hätten ihr Land mit Sicherheit nicht freiwillig hergegeben. Ein kampfunerprobtes Volk wie Israel hätte wahrscheinlich sofort eine negative Erfahrung gemacht. Gott will dem Volk Israel eigentlich den Konflikt ersparen. Und nur weil die Ägypter nachsetzen, kommt es quasi zu dieser Auseinandersetzung, in der Gott sich dann als starker Retter seines Volkes erweist. Das macht die Toten um keinen Deut besser. Aber es zeigt doch, dass hier kein Kampf um des Kampfes Willens stattfindet, sondern dass in dieser Ultima Ratio der Rettung des Volkes Israel das eigentliche Ziel dieses kämpfenden Gottes besteht. Bemerkenswert ist, dass dann wenige Verse später im Kapitel 23, 4 bis 9, das ist die Seite 86, das Volk Israel göttliche Weisungen erhält, die dann doch deutlich machen, Gott geht es nicht um die Vernichtung der Gegner. Hören wir mal hin. Geht zum Beispiel um das Verhalten gegen den Feind. Wenn du dem verirrten Rind oder dem Esel deines Feindes begegnest, sollst du ihm das Tier zurückbringen. Wenn du siehst, wie der Esel deines Gegners unter der Last zusammenbricht, dann lass ihn nicht im Stich, sondern leiste ihm Hilfe. Du sollst das Recht der Armen in seinem Rechtsstreit nicht beugen. Von einem unlauteren Verfahren sollst du dich fernhalten. Wer unschuldig und im Recht ist, den bring nicht um sein Leben, denn ich spreche den Schuldigen nicht frei. Du sollst dich nicht bestechen lassen, denn Bestechung macht Sehende blind und verkehrt die Sache derer, die im Recht sind. Einen Fremden sollst du nicht ausbeuten. Ihr wisst doch, wie es einem Fremden zumute ist, denn ihr selbst seid in Ägypten Fremde gewesen. Es geht also gerade nicht darum, dass die Feinde Israels oder die Fremden einfach reihenweise vernichtet werden sollen. Nein, ganz im Gegenteil. Gerade die ersten Verse, wo es um das Rind und den Esel des Feindes geht, die sollen zurückgebracht werden, nicht einbehalten. Also man soll den Feind nicht unnötig schwächen. Er soll sein Eigentum zurückbekommen. Sie sind anderer Meinung. Warum?
gucken wir mal in die Chronik und David wird beschimpft, weil er nicht alle. Wir sind aber jetzt hier bei den Weisungen Gottes. Man soll den Esel zurückbringen zum Feind. Die Engel haben dann gesagt, warum habt ihr es nicht alle umgebracht? Dann hätte er jetzt keinen Ärger mehr. Ja, da ist die Frage, wer sagt das? Wo und wer liegt das auf welchem Grund? Der Engel sagt das. Ja, ja. Ja gut, aber wenn der Engel was anderes sagt als sein Chef. Und auch da ist wir könnten jetzt ins Buch Numeri gucken, wo es um die Geschichte der Esel in Biliams geht und so weiter. Da geht's. Nein, das ist ja völlig okay. Da haben wir einen ähnlichen Topos, der Biliam, der ja quasi auch an der Nase herumgeführt wird, der auch lernen soll. Die Frage ist immer, worum geht es? Was ist das eigentliche Ziel? Ich will jetzt gerade nur diese Exodus-Stellen gegeneinander stellen, um zu zeigen, wir haben in Exodus 15 diesen Gott gehabt, der in den Kampf für sein Volk zieht, wo Tod und Verderben quasi übrig bleiben. Eine ganze Streitmacht liegt tot im Schilfmeer. Wir können daraus aber eben nicht den Schluss ziehen, dass jetzt alle Feinde Israels einfach so vernichtet werden sollen. Das Gegenteil ist der Fall, denn dann wenige Verse, mag man ja fast sagen, oder Kapitel später, kommt hier die eindeutige Anweisung an das Volk Israel, bloß weil der Feind dein Feind ist, darfst du ihn nicht einfach schädigen, sondern bring ihm den Esel zurück. Dass wir diese anderen Stellen haben, wir haben hier Exodus 14, 15, dass Gott kämpft. Das ist ja völlig außer der Rede zu stellen. Mir geht es nur darum, deutlich zu machen, dieses einseitige Bild eines blut- und rachsüchtigen Gottes kann man als solches nicht aufrechterhalten. Das ist vor allen Dingen etwas, was wir dann auch in den Psalmen sehen. Und ich möchte diesen Gedanken durch das Lesen des zweiten Psalmes mal etwas vertiefen. Wir schauen mal in Psalm 2 hinein. Psalm 1, nur noch mal der Vollständigkeit halber, Martin Luther bezeichnet das Buch der Psalmen, den Psalter als solches ja als Biblia im Kleinen. Also Martin Luther sieht quasi in dem Psalter, im Psalmenbuch, die gesamte Heilige Schrift zusammengefasst. Das ist auch nicht so ganz verkehrt gedacht, denn in den Psalmen treten die Beter der Psalmen ja mit allem, was menschliches Leben ausmacht, Freude, Hoffnung, Trauer, Klage, tiefe Verzweiflung, Hass, all das finden wir in den Psalmen. Manches wird Gott auch in den Mund gelegt und angetragen, wenn es zum Beispiel in dem Psalm, ich glaube 137 ist es, heißt, mögest du die Kinder Babels an den Felsen zerschmettern. Ein furchtbares Bild, was man sich da vorstellt, was man Gott antragen wird. Das kann man ja kaum ertragen, diese Sprache. Wenn wir uns aber mal in die Situation dieser Beter versetzen, die da ins Exil geführt sind und die Gewalt erleben, dann ist der Gedanke als solches, könnten wir uns vielleicht auch nicht freisprechen. Die Frage ist ja, wird Gott das tun oder nicht? Nein, er tut es nicht. Aber dass dieser Hass, der quasi in der Unterdrückung einen so anfallen kann, hier in die Psalmen eingetragen ist, als vielleicht auch ja, psychologische Entlastung, mit der man seine eigene innere Gewalt, den Gewalttrieb ja auch abführen kann, es zu denken, heißt noch lange nicht, es zu tun. Ja? Redet, man darf auch das nicht schönreden. Was ich nur sagen will, in den Psalmen finden wir quasi diese ganze Fülle menschlicher Gefühle und Erfahrungen. Da wird nichts beschönigt, wird aber auch nicht zu viel schlecht geredet. Wir finden eben alles darin. Die ersten beiden Psalmen, Psalm 1 und Psalm 2, eröffnen das Ganze gewissermaßen. Psalm 1 stellt ja den Beter vor die Frage, welchen Weg willst du gehen? Folg nicht dem Rat der Frevler, sondern folge der Weisung des Herrn, das wird deinem Fuß eine Leuchte sein. Und dann kommt Psalm 2. Das ist in unseren Bibelausgaben die Seite 616. Da heißt es, warum toben die Völker? Warum machen die Nationen vergebliche Pläne? Die Könige der Erde stehen auf, die Großen haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Fesseln zerreißen und von uns werfen ihre Stricke. Doch er, der im Himmel thront, lacht. Der Herr verspottet sie. Dann aber spricht er zu ihnen im Zorn. In seinem Grimm wird er sie erschrecken. Ich selber habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Den Beschluss des Herrn will ich kundtun. Er sprach zu mir, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir, und ich gebe dir die Völker zum Erbe, die Enden der Erde zum Eigentum. Du wirst sie zerschlagen mit eiserner Keule, wie Krüge aus Ton wirst du sie zertrümmern. Nun denn, ihr Könige, kommt zur Einsicht. Lasst euch warnen, ihr Gebieter der Erde. Dient dem Herrn in Furcht und küsst ihm mit Beben die Füße, damit er nicht zürnt und euer Weg nicht in den Abgrund führt. Denn wenig nur, und sein Zorn ist entbrannt, wohl allen,
die ihm vertrauen. Ein in mehrfacher Hinsicht bemerkenswerter Psalm, weil wir in diesem Psalm ja das Wort haben, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. In der christlichen Lesart natürlich ein Hinweis auf Jesus Christus. Wird ja auch in vielen, zumindest in der katholischen Tradition, Weihnachtslesungen hört man da oder adventlichen Lesungen hört man das, dass ja David gesagt hat, ihm wurde verheißen, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Das wird dann vorausgedeutet auf Jesus Christus. Und dann ist ein Punkt oder ein Ausrufezeichen. Jedenfalls hört die Aussage da auf. Aus gutem Grund. Denn was wird diesem Sohn verheißen? Welche Rechte hat dieser Sohn? Fordere von mir und ich gebe dir die Völker zum Erbe, die Enden der Erde zum Eigentum. Okay, das kann man noch sagen, Jesus Christus, der Pantokrator, dass dem jetzt alle Völker zugeführt werden und dass ihm alles gehört, da kann man sich noch gut mit anfreunden. Du wirst sie zerschlagen mit eiserner Keule, wie Krüge aus Ton wirst du sie zerschmettern. Das passt jetzt nicht mehr so in das Bild, das wir sonst üblicherweise von Jesus haben. Das heißt, derjenige, von dem der Psalm hier sagt, von dem Gott sagt, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt, der wird auch zum Richter über die Völker. Er ist quasi auch ein Gotteskämpfer. Er trägt ja die Gottesgene in sich. Kämpft der denn jetzt einfach so? Der Psalm hebt ja an, warum toben die Völker? Warum machen die Nationen vergebliche Pläne? Wir haben gerade eben noch vielleicht die Ägypter im Ohr aus der Exodus-Lesung, die wir gerade eben gehört haben. Da waren ja auch durchaus vergebliche Pläne. Da war auch ein tobendes Volk. Dieses Ereignis am Schilfmeer ist ja der Urmythos im Volk Israel, wo genau noch lange vor dem Bundesschluss im Prinzip dieses Verhältnis Gott-Israel und das Verhältnis zu den Völkern, ja, ich will nicht sagen ausgelotet wird, aber doch eine prototypische Grunderfahrung gelegt wird. Das spiegelt sich hier im Psalm wider. Die Völker, die gegen Israel, gegen das auserwählte Volk aufstehen, werden die Erfahrung machen müssen, dass Gott für sein Volk streitet. Das ist eine bemerkenswerte Aussage, denn das Volk Israel erlebt seinerseits immer wieder, dass Gott durchaus gegen sein Volk aufsteht. Ja, das ist die Erfahrung des Jakob am Jabbok. Der muss auch mit Gott erst ringen. Israel bleibt der Kampf mit Gott eben nicht erspart. Wendet sich das Volk Israel von Gott ab, das ist der typische Tun-Ergehen-Zusammenhang, den wir im Buch der Richter haben, dann wird das Volk Israel selbst in die Krise geraten. Es muss mit Gott ringen. Erst wenn es sich wieder Gott zuwendet, wird es ihm wohl ergehen. Psalm 1 eben. Wohl dem, der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Freude hat an der Weisung des Herrn. Respektiert Israel die Weisung des Herrn und den Herrn selbst, wird es ihm wohl ergehen. Respektiert Israel die Weisung des Herrn nicht, wird es ihm schlecht ergehen. Israel ist also Teil des Spiels. Es gibt keine Sonderrechte, die Israel in dem Sinne hat. Es gibt nur eins, Israel hat die Weisung des Herrn empfangen. Darin besteht sein Auserwähltsein. Genau so wird es aber eben auch den Völkern gehen. Mangelt es den Völkern an Respekt gegenüber Gott und seinem Volk, dann wird Gott sie zur Rechenschaft ziehen. Erweisen sie dem Volk Israel und ihrem Gott die Ehre, respektieren sie das, wird es ihnen gut ergehen. Das haben wir quasi hier in den Schlussversen von Psalm 2. Nun denn, ihr Könige, kommt zur Einsicht, lasst euch warnen, ihr Gebieter der Erde, dient dem Herrn in Furcht und küsst ihm mit Beben die Füße. Das ist natürlich ein sehr starkes Bild, was ja schon geradezu Unterwerfung andeutet. Ja, aber so ein kleiner, zänkischer Haufen in einer Gegend, ja, die nur von Großreichen umgeben war, was soll das? Ja, wobei das Bemerkenswerte rein historisch gesehen, also die Frage ist ja, ist jetzt Israel nur ein zänkischer Haufen oder waren die Großreiche drumherum nicht auch zänkischer Haufen? Die Frage könnte man ja stellen. Ja, aber die Großen konnten sich das leisten. Die konnten sich das leisten, ja, aber sagen wir mal, wenn wir hier, ist völlig okay, aber wir haben das in Europa ja auch, wir haben auch kleine Völker, die ihr eigenständiges Recht zu Recht verteidigen.
brauchen jetzt nur an die Schweiz denken oder an andere Völker, die zu Recht ja auch auf ihre Eigenständigkeit und eigene Identität pochen. Auch das, uns würde das nicht anders gehen. Ne? Wir haben auch hier bei uns Bundesländer in der Bundesrepublik Deutschland, die auf ihre Eigenständigkeit pochen, wenn man nur an den Freistaat Bayern denkt, die auf eine eigene Identität schauen. Also das ist etwas, glaube ich, was sehr menschlich ist, dass man nicht einfach sagt, wir gehen auf, sondern es geht immer auch um die Existenz. Und dass da dieses kleine Volk Israel in einem Bereich, in einem Land, von dem es sagt, das gehört uns, das aber gar nicht in diesem Sinne ihnen gehört, sondern da, wo Kanaan war, das gelobte Land, lebten eben auch andere Völker, dass die immer wieder um ihr Existenzrecht streiten mussten, das halte ich für jetzt nicht so außergewöhnlich, dass das auch politisch und mitunter mit den Mitteln, die jetzt über die Politik hinausgehen, getan werden musste, auch im Sinne einer Selbstverteidigung, vielleicht auch manchmal im Sinne des Angriffs, wobei das mit dem Angriff auch immer so eine Sache war, ne? Dass, ob das immer von Gott so mutiert wurde. Ja, ich sage ja nicht, dass das nicht passiert ist. Ja? Aber die Frage ist, ist der Angriff immer die möglichst weise Geschichte gewesen? Wir haben, wenn Israel sich erhoben hat, die Teilung nach der Teilung Nordreich-Südreich, der Untergang des Nordreiches, das babylonische Exil, wo man sich überhoben hat, da haben sie all diese Erfahrungen, wo man nicht sagen kann, das sind Automatismen gewesen. Was ich trotzdem bemerkenswert finde, ist, trotz der Großreiche, die drumherum sind, die Großreiche haben wir heute nicht mehr. Diese Völker sind alle irgendwann im Laufe der Geschichte verschwunden. Israel ist immer noch, das Volk Israel ist immer noch da. Also ich will das nicht überdehnen, aber es scheint schon ein besonderer Segen auf diesem Volk irgendwo zu liegen, dass die immer noch existent sind und da sind, ohne dass ich das jetzt in irgendeiner Weise überdehnen möchte. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, das, was wir hier als Bibel verehren, verehren wir ja deshalb als Heilige Schrift. Diese Schriften sind deshalb überliefert worden, weil Menschen darin Wahrheit gefunden haben, Erfahrung gefunden haben. Es steht ja nicht vorne drauf, hier von Gott bezeugt, das ist wahr und so muss man es annehmen, sondern das sind ja niedergeschriebene Erfahrungen, in denen Menschen Generationen über Generationen hinweg Wahrheit erfahren haben. Das hier ist eben auch eine gedeutete Wahrheit. Dieser Psalm wird ja angesichts einer Bedrohung von außen gebetet. Wenn wir jetzt auf unsere Gegenwart schauen, auf die letzten beiden Wochen seit dem 20. Januar, seit Mr. Trump zum Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt worden ist. Die Ängste gehen selbst in unserem Land hier um, obwohl Amerika 6000 Kilometer weit weg ist, das lässt uns auch alle nicht kalt. Die Frage ist, was kommt denn in der Zukunft auf uns zu? Was wird in diesem Jahr in unserem Land sein mit einer Landtagswahl, mit einer Bundestagswahl, mit den Kräften, die in diesem Land wirksam sind? Was wird in den Niederlanden sein? Was wird in Frankreich sein? Was ist in Polen, wo wir schon eine Regierung haben, die entsprechend nationalistisch denkt? Und so weiter und so weiter. Wie werden wir uns da entsprechend positionieren? Warum toben die Völker? Warum machen die Nationen vergebliche Pläne? Und irgendwann wird der Erste rufen, oh mein Gott, wo bist du eigentlich? Wieso lässt du das alles zu? Ja, wenn Gott eingreift und wenn Gott den Gebeugten Recht verschafft, dann wird das offenkundig nicht allein mit gutem Zureden gehen. Denn gutes Zureden haben wir jetzt genug gehabt. Gott streitet jetzt quasi wieder sein Volk und er streitet aber nicht um des Streitens willen. Es geht immer um den Respekt gegenüber Gott. Es geht nicht darum, die anderen Völker alle unter die Knute zu kriegen, auch wenn der Text das hier andeutungsweise dient ihm und küsst ihm die Füße ist. Sondern es geht darum, dass das Volk Israel in diesem Fall sein Existenzrecht behält und es ihm zugesprochen wird. Dann werden auch die Völker in Frieden leben können. Dann gibt es keinen Kampf. Wenn das aber angezweifelt wird, dann wird Gott für sein Volk streiten. Das ist im Endeffekt der Gedankengang, der auch hier hinter diesem Psalm liegt. Lesen wir mal einen anderen Psalm, schneiden wir den mal dagegen. Psalm 109. Da werden wir nämlich erfahren, wie verhält sich ein Beter, wenn er genau diese Erfahrung des Eingreifens Gottes nicht macht. Psalm 109, das ist die Seite 672. Da heißt es, Gott, den ich lobe, schweig doch nicht, denn ein Mund voll Frevel, ein Lügenmaul hat sich gegen mich aufgetan. Sie reden zu mir mit falscher Zunge, umgeben mich mit Worten voll Hass und bekämpfen mich ohne Grund. Sie befeinden mich, während ich für sie bete. Sie vergelten mir Gutes mit Bösem, mit Hass meine Liebe. Sein Frevel steht gegen ihn auf als Zeuge, ein Ankläger trete an seine Seite. Aus dem Gericht geht er verurteilt hervor, selbst sein Gebet werde zur Sünde. Nur gering sei die Zahl seiner Tage, sein Amt soll ein anderer erhalten. Seine Kinder sollen zu Waisen werden und seine Frau zur Witwe.
unstet, sollen seine Kinder umherziehen und betteln, aus den Trümmern ihres Hauses vertrieben. Sein Gläubiger reiße alle seinen Besitz an sich. Fremde sollen plündern, was er erworben hat. Niemand sei da, der ihm die Gunst bewahrt, keiner, der sich der Weisen erbarmt. Seine Nachkommen soll man vernichten, am nächsten Geschlecht schon erlösche sein Name. Der Herr denke an die Schuld seiner Vater, ungetilgt bleibe die Sühne seiner Mutter. Ihre Schuld stehe dem Herrn allzeit vor Augen, ihr Andenken lösche er aus auf Erden. Denn dieser Mensch dachte nie daran, Gnade zu üben. Er verfolgte den Gebeugten und Armen und wollte den Verzagten töten. Er liebte den Fluch, der komme über ihn. Er verschmähte den Segen, der bleibe ihm fern. Er zog den Fluch an wie ein Gewand, der dringe wie Wasser in seinem Leib, wie Öl in seine Glieder. Er werde für ihn wie das Kleid, in das er sich hüllt, wie der Gürtel, der ihn allezeit umschließt. So lohne der Herr es denen, die mich verklagen und denen, die Böses gegen mich reden. Du aber, Herr und Gebieter, handle an mir, wie es deinem Namen entspricht. Reiß mich heraus in deiner gütigen Huld. Denn ich bin arm und gebeugt, mir bebt das Herz in der Brust. Wie ein flüchtiger Schatten schwinde ich hin, sie schütteln mich wie eine Heuschrecke ab. Mir wanken die Knie vom Fasten, mein Leib nimmt ab und wird mager. Ich wurde für sie zum Spott und zum Hohn, sie schütteln den Kopf, wenn sie mich sehen. Hilf mir, Herr, mein Gott, in deiner Huld errette mich. Sie sollen erkennen, dass deine Hand dies vollbracht hat, dass du, o Herr, es getan hast. Mögen sie fluchen, du wirst segnen. Meine Gegner sollen scheitern, dein Knecht aber darf sich freuen. Meine Ankläger sollen sich bedecken mit Schmach, wie in einem Mantel sich in Schande hüllen. Ich will den Herrn preisen, mit lauter Stimme in der Menge ihn loben. Denn er steht dem Armen zur Seite, um ihn vor falschen Richtern zu retten. Wenn Sie sowas in der Kirche hören, danach kann man schlecht sagen, Wort des lebendigen Gottes. Ne? Das ist ein Psalm voller Flüche. Voller Flüche. An keiner Stelle steht aber, Gott ist so. Ja, aber man verlangt von Gott immer das, was er soll er tun, worüber man sich selbst bei ihm beklagt. Ja, weil man selber... Das ist das Komische daran. Ne? Ja. Das, was der hier fordert, ist ja viel schlimmer, als was ihm selbst passiert. Das ist das eine. Und vor allen Dingen hat er enorme Gewaltfantasie in dieser Beter. Ja. Und er sagt jetzt, Gott, bitte tu das alles. Ja. Jetzt ist die Frage, wird Gott das tun? Das ist ja noch gar nicht gesagt hier. Dass dieser Text jetzt einfach quasi die Gewalt-, Folter- und Mordfantasien eines Beters transportiert, ist in sich ja schon furchtbar genug. Das ist Jakob, das David, kann ich ja nicht als einen Beter. Ja, da steht ein Psalm Davids drüber, ne? Vor den Chormeister ein Psalm Davids, steht für den Chormeister ein Psalm Davids drüber. Ne? Das heißt, die wurden ja früher gesungen und für ein Psalm Davids heißt, da wird die Melodie angegeben, die wir nicht kennen. Ob das jetzt ein Psalm Davids ist, wissen wir nicht wirklich. Wir wissen nur... Es kann genauso sein, dass es jemand ist, der jetzt im babylonischen Exil sitzt und von den Babyloniern da gerade rangenommen wird. Fakt ist, wir haben hier einen Beter, der in irgendeiner Weise in einer existenziell massiven Bedrohungslage ist und der seinen Feinden schlicht und ergreifend die Pest an den Hals wünscht. Schlicht und ergreifend. Frage, Hand aufs Herz, müssen Sie mir nicht beantworten. Können wir uns davon freisprechen, dass wir in einer solchen Situation nicht ähnlich denken würden? Können wir uns davon freisprechen, dass wir in den Zeiten des großen Friedens, die wir Gott sei Dank noch haben, unserem Nachbarn, der seinen kleinen Holunderbusch 20 Zentimeter zu nah an den Gartenzaun gepflanzt hat, nicht auch im Herzen irgendwas gerade, vielleicht nicht die Pest, aber doch irgendwie faule Äpfel im Garten wünschen oder so etwas? Das ist erstmal als solches ein furchtbarer Gedanke, mehr als einer, der hier geäußert wird. Das muss man schlicht und ergreifend so stehen lassen. Es ist furchtbar und stehen lassen müssen wir auch, es ist menschlich. Wir Menschen sind so. Wir Menschen sind so. Und jetzt passiert hier was. Dieser Mensch ist offenkundig nicht selbst in der Lage, sich Recht zu verschaffen. Er ist ohnmächtig. Ihm fehlen die Mittel und die Möglichkeiten, sich zu verteidigen. Und jetzt ruft er Gott an. Er ruft Gott an und sagt, du sollst das alles tun. Die Frage ist nur, wird Gott das auch tun? Man kann doch aus dem bloßen Wunsch, aus der Fantasie, die ein Mensch hat, nicht schon darauf schließen, dass Gott jetzt tatsächlich so handelt.
Denn der entscheidende Punkt, dass dieser Mensch sich fragt, wie bin ich denn überhaupt in diese Lage gekommen, diese Frage stellt sich dieser Beter ja überhaupt nicht. Er empfindet seine Lage weder als persönliche Strafe Gottes, weil er versagt hat, oder dass er nicht wachsam genug war, sondern er erlebt nur eine wie auch immer geartete massive Bedrohung von außen und sagt Gott, jetzt mach. Wissen Sie, das ist so, wie wenn ich jetzt sage, als Jugendlicher, ich habe für den Latein mal wieder nicht gelernt, mögest du den Lateinlehrer heute von einem großen Norovirus befallen lassen, damit die Lateinarbeit nicht geschrieben wird. Die Chance, dass Gott mein Gebet erhört, tendiert gegen null. Und wenn Norovirus kommt, war das wahrscheinlich nicht Gott, der den geschickt hat. Ja, bitte. Mal beim Auszug aus Ägypten, das geht ja auch so los, dass man sagt, also erst sollen die essen und dann steht es ja hier, in dieser Nacht gehe ich durch Ägypten und erschlage in Ägypten jeden Erstgeborenen. Ja. Ja, was können die denn dafür? Also ich meine, fragt man sich ja auch, muss die ja jetzt nicht sein. Ja. Und da hat der Gott wirklich gehandelt, selber. Da hat er gehandelt selber, nach den 10 Plagen, die ja auch schon in sich nicht ohne waren. Ich habe jetzt exemplarisch vorhin nur den Durchzug durchs Rote Meer genommen. Wir können gerade in dieser Auszugsgeschichte, hat man reihenweise solche Gewalt. Aber auch da habe ich ja gesagt, wir können die Toten nicht entsprechend wegreden. Aber wir haben in dieser gesamten 10-Plagen-Geschichte, die alle in sich ja zunehmend steigern, bis hin zu dem Erschlagen der Erstgeburt, auch wieder in sich furchtbar. Man sagen muss, der Pharao, nicht um schön zu reden, sondern quasi, das Buch Exodus schildert so eine Art, hört sich merkwürdig an, Pädagogik. Der Pharao hatte 10 Chancen, sich dem Willen Gottes zu beugen. Es hätte dazu gar nicht kommen müssen. Und jetzt kommt quasi die letzte Karte, der letzte Trumpf, die Erstgeborenen zu nehmen. Da steckt natürlich gerade dieses Erstgeborenensein, ist bis heute in der Sprachwelt des Vorderen Orientes, definiert man sich geradezu über den Erstgeborenen. Ja? Also in meinem Fall wäre das so, mein Sohn heißt ja Marc Frederik. Man würde mich im Orient nie Werner Kleine nennen oder Herr Kleine, sondern immer Abu Marc oder Abu Frederik. Ja? Man definiert sich über die Angehörigen. Mein Sohn wäre Ibn Werner. Also man definiert sich quasi über diese Verwandtschaftsbeziehungen. Kinderlos zu sein, wird an der Stelle schon fast zu einem Problem. Wie nennt man das? Also das ist nicht alles offenbar. Wenn ich die Erstgeborenen erschlage, werden die namenlos. Die verlieren quasi ihr Gesicht, die verlieren ihre Identität. Das ist etwas, was so ein bisschen jenseits des grausamen Bildes da mitschwingt. Das ist ja auch das, was den Pharao dann letzten Endes dann tatsächlich zum Einknicken bringt. Die Existenz wird in Gefahr gebracht. Die Existenz des Volkes. Es trifft im Prinzip viel stärker die Männer, wenn die Söhne, die Erstgeborenen umgebracht werden, als wenn man selber getötet würde. Weil quasi die eigene Existenz damit in Frage stellt wird, was das Bild überhaupt nicht besser macht. Aber wir müssen es einordnen in diese Reihe der 10 Plagen, die ja sukzessive sich da entsprechend aufbauen. Der Pharao hätte Gelegenheit gehabt, viel früher quasi einzuknicken. Die Frage ist, hätte gehabt, ist eher ein Irreales vom Konjunktiv her. Denn dazu müsste er mal Gott überhaupt als solchen erst anerkennen. Ne? Ja, aber ich denke nur, wir sagen ja heute, Gott hat alle Menschen erschaffen. Gott hätte doch auch den Pharao irgendwie zur Einsicht bringen können, friedlich die Sache zu machen. Das hat er versucht. Mose geht ja zum Pharao hin und spricht erstmal mit dem und verhandelt mit dem. Das hat Gott ja quasi versucht. Aber durch den Pharao war doch selber gegen den freien Willen des Menschen. Jetzt wird es interessant. Ne? Diese Sache mit dem freien Willen, das ist ja eine schwierige Geschichte. In dem Zusammenhang, was gerade vorher gefragt worden ist, wenn Gott für sein Volk Israel streitet, hat er keine andere Lösung, als dass die Ägypter die Krieger, die ihm nachfolgen, dann vernichtet. Das ist für mich mehr so eine menschliche Vorstellung, eine menschliche Reaktion, aber da hat doch Gott andere Möglichkeiten, als die nachfolgenden ägyptischen Krieger gleich zu vernichten. Welche hätte er denn gehabt? Da könnte ich mir viel zum Beispiel vorstellen. Alle Norovirus. Norovirus. Ohne Mittel. Kann auch der tödlich sein. Ja, umkehren, die hätten ja umkehren können, sind sie aber nicht. Sie haben ja die Gelegenheit gehabt, umzukehren, sind sie aber nicht. Was passiert hier? Was ist die Bibel? Wir dürfen nie vergessen, das ist das, was ich vorhin schon sagte, das ist eine Tendenzschrift. Das ist Geschichtserfahrung, in diesem Fall, das ist ja noch in dem Fall jetzt eine mythische Erfahrung, der Ausdruck des Volkes Israel,
aus Ägypten ist zu dem Zeitpunkt, wo er aufgeschrieben wird, hier mehrere hundert Jahre her. Es gab keine Handys, mit denen man hätte was fotografieren können oder dokumentieren können. Man war sich auf Hörensagen, musste man sich verlassen. Jetzt erzählen Sie mal Ihre Heldentaten, die Sie in Ihrem Leben getan haben. Erzählen Sie Ihren Kindern mal weiter. Die erzählen das Ihren Kindern weiter. Und irgendwann wird aus dem Ahnherrn, den niemand mehr persönlich kennt, ein Supermann geworden sein. Das heißt, die Taten werden immer größer, immer größer, immer größer, bevor man sie aufschreibt. Wenn wir jetzt hier ägyptische Schriften hätten, die das aus, wenn wir die hätten, die dieses Ereignis, dessen Historizität man als solches ja nochmal hinterfragen könnte, ob es ein Sklavenvolk Israel in Ägypten gegeben hat, ist ja schon fraglich, rein historisch. Rein historisch ist das ja schon fraglich. Ob überhaupt Sklaven, die Pyramiden gebaut haben, ist schon fraglich. Und ob das nicht hochbezahlte Fachleute waren, wie man mittlerweile aus Ausgrabungen weiß, ist das zumindest nicht unwahrscheinlich. Also rein historisch kann man hinter vieles hier ein Fragezeichen machen. Ob also so ein Durchzug durch Schilfmeer mit tausenden Toten da stattgefunden hat, historisch, machen wir mal ein Fragezeichen dran. Offenkundig geht es aber auch hier, wie so oft bei solchen Geschichten, nicht darum, jetzt historische Fakten zu transportieren, sondern in diesem Fall, in Exodus, in diesem Fall deutlich zu machen, Israel ist das auserwählte Volk und Jahwe streitet für sein Volk. Jetzt befinden wir uns im Jahr 500 vor Christus, etwa 550 vor Christus. Wir sitzen im babylonischen Exil. Von unserer die Identität ist bedroht, weil wir quasi in der Fremde sind. Wir mussten quasi den Tempel zurücklassen, das Symbol unserer, heute würde man auch sagen, nationalen Identität. Nur ein paar, aber die schreiben es jetzt auf. Die schreiben die Geschichten auf, darum geht es. Die Geschichten aufschreiben, sitzen im babylonischen Exil und deren Identität ist in Gefahr. Und was machen wir? Wir erzählen, das ist Motivationsrede für das eigene Volk, nicht für die anderen. Deswegen Gott streitet. Natürlich ist das hochtendenziös. Natürlich erzählen die das nicht mit dem humanistischen, aufgeklärten Gedankengut der mitteleuropäischen, westeuropäischen Tradition, wo wir die Menschenrechte haben und so weiter. Das kommt alles hunderte Jahre später. Diese Geschichte könnten sie heute so nicht mehr aufschreiben, ja, aber wenn die heute verfasst würden. Was denkt sich ein Exeget bei seiner Arbeit, wenn er die Basis hat? Was der Exeget sich denkt, ja. Gott streitet für sein Volk. Und zwar, wenn es sein muss, was ich meine. Wenn es sein muss, mit allen zu mit solch. Ja, ja, natürlich. Sie haben gerade das Ganze alles her. Eine Wunschfantasie dieser Schriftsteller, die das aufschreiben, auch mit. Also nicht nur Motivationsgeschichte, also, sondern auch eine wirklich eine ganz starke, ja. Ein ganz starker Wunsch und eine Fantasie dahinter, dass Gott, dieser Allmächtige, eben für sein Volk sich so einsetzt, dass er. Allmacht hatten wir gerade, Stichwort. Gott, für die Schreiber dieser Texte erweist Gott hier gerade seine Allmacht. Das sind nicht wir im Jahr 2017, die mit diesem zeitlichen Abstand da drauf schauen. Für die Schreiber dieser Texte erweist Gott gerade seine Allmacht. Und bemerkenswert ist ja, wie sich die Allmacht erweist. Eigentlich mit natürlichen Mitteln. Da kommt eben nichts aus dem Himmel. Es regnet kein Feuer, zumindest hier nicht. Gibt es auch Bibelstellen, wo das passiert. Es regnet kein Feuer vom Himmel, sondern es sind quasi mehr oder weniger natürliche Dinge, die halt passieren. Ein Heer ist nicht vorbereitet. Aus irgendwelchen Gründen wird Verwirrung geschaffen, ob da wirklich jetzt Spione eingedrungen sind oder wie auch immer. Man erklärt sich das im Prinzip mit den Mitteln der damaligen Kriegsführung. Da werden Listen geschaffen, man führt die in Sumpfes Gelände. Etwa 2000 Jahre später wird ein gewisser Hermann der Karusker Ähnliches im Teutoburger Wald machen. Nur hat Hermann der Karusker nicht an Jahwe geglaubt. Hermann der Karusker war halt stark genug. Der hat das so geschafft. Ja. Das ist das, was hier passiert. Wenn Gott der streitbare Gott ist, warum hat er denn dann den Israelis am Berg Sinai die 10 Gebote gegeben, wo da unter anderem auch drin steht, du sollst nicht töten? Wir gucken uns mal einen weiteren Text an. Da geht es jetzt nicht um die 10 Gebote, aber ich nehme diesen Gedanken mal auf, weil mir das eben genau wichtig ist. Wir können nicht umhin, dass wir im Alten. Gleich zeige ich Ihnen eine Stelle im Neuen Testament. Um dieses Gegeneinander vom Alten und Neuen Testament kann man in dieser Form so eben nicht aufrechterhalten. Ich zeige Ihnen gleich mal eine Stelle aus dem Neuen Testament exemplarisch. Wir dürfen nicht hingehen und exklusiv sagen, der Gott des Alten Testamentes ist ein Rache-Gott, ein blutdürstiger Gott, ein strafender Gott. Das ist er auch.
Im Neuen Testament übrigens auch. Der neutestamentliche Gott ist nicht der neutestamentliche Gott, ist der Gott des Alten Testaments. Da gibt es eine Kontinuität. Wir erleben im Alten Testament aus der Rückschau eben, Gott führt sein Volk und wenn es sein muss, streitet er für sein Volk. Aber wie wir gerade am Psalm 109, wo es diese furchtbaren Wendungen ja gab, Gott scheint aber auch zu schweigen. Dieser Psalmbeter betet ja gerade so, weil Gott bisher offenkundig noch nichts getan hat. Dieser Gott, dieser Beter, der diesen Psalm 109, den wir gerade eben hatten, betet ja so, weil Gott offenkundig nichts tut. Deswegen gibt er dem jetzt quasi Aufträge mit. Tu dies, tu jenes, mach das. Vernichte doch endlich die Gegner. Macht Gott aber offenkundig gar nicht. Wieso nicht? Hat er doch bisher in der Geschichte immer gemacht. Ja, vielleicht aber eben auch nicht. Vielleicht muss dieser Psalmbeter lernen, es hat jetzt an dir gelegen, dass du in dieser Situation bist. Ich hole dir die Kohle nicht aus dem Feuer, die du selber da reingeschmissen hast. Das, also, so einfach ist es eben nicht. Aber wir schauen mal um Ihren Gedanken jetzt, geht es nicht um die 10 Gebote, aber der Tendenz nach geht es schon auch eben um Gebote. Wir schauen mal in das Buch Deuteronomium, in das Kapitel 32, den Vers 35. Moment. Deuteronomium, Kapitel 32, Vers 35. Das ist hier in den Bibelausgaben, die wir vor uns haben, die Nummer 2, Seite 217. Ich muss hier in der alten Einheitsübersetzung ab Vers 34 vorlesen, weil das so übersetzt ist, dass es in einem Satz ist. In der alten Einheitsübersetzung heißt es, liegt dies nicht bei mir verborgen, in meinen Vorratskammern versiegelt, bis zum Tag der Strafe und Vergeltung, bis zu der Zeit, da ihr Fuß wanken wird, doch der Tag ihres Verderbens ist nah und ihr Verhängnis kommt schnell. Und an dieser Stelle möchte ich einmal die neue Übersetzung aus der Einheitsübersetzung vorlesen, weil die nach meinem Dafürhalten etwas näher am eigentlichen Textverständnis ist. In der neuen Einheitsübersetzung heißt dieser Vers so. Einen kleinen Moment. Welcher Vers war das? Kapitel 32, es geht um den Vers 35, ich habe aber bei 34 angefangen zu lesen. Ja? So, und in der neuen Einheitsübersetzung lautet dieser Vers so, jetzt lese ich wirklich ab Vers 35, mein ist die Strafe und die Vergeltung zu der Zeit, da ihr Fuß wanken wird, ja, der Tag ihres Verderbens ist nah und ihr Verhängnis kommt schnell. Mein ist die Strafe und die Vergeltung. Oder ich glaube, Luther übersetzt, mein ist die Rache, glaube ich, an dieser Stelle. Habe ich jetzt, muss ich aus dem Kopf sagen, weiß ich jetzt nicht genau. Ich meine aber, dass Luther das übersetzt. Eine der Gewährsstellen, wo man Gott eben immer unterstellt, er ist doch der Rachegott. Hier sagt das doch, mein ist die Rache. Ja, das sagt er. Kommt man nicht umhin. Ja, aber was heißt Rache? Ja, hier wird sogar mit Strafe übersetzt. Ne? Eben, ja? Strafe passt besser als Rache. Genau. Ja, sonst fühlt er sich, das wäre ja die Art, er hat sich beleidigt gefühlt und jetzt rächt er sich dafür. Strafe ist ja etwas Neutrales. Wobei im deutschen Wort in Rache auch, da schwingt Gerechtigkeit mit. Rache, Gerechtigkeit. Sie nehmen mir was weg. Und jetzt räche ich mich, stelle die Gerechtigkeit wieder her, indem ich mir von Ihnen etwas Adäquates zurückhole. Also Scharia. Talion. Talion. Nicht Scharia. Talion. Und was uns Menschen natürlich dann passiert, weil wir nicht eins zu eins denken und funktionieren können, passiert... Nehme ich Zinsen dazu, was Ihnen natürlich nicht passt, weil Sie sagen, ich habe dem doch viel weniger genommen. Deswegen fangen Sie an Ihrerseits wieder Rache zu üben und holen sich von mir wieder was wieder und wieder mit Zinsen und plupp sind wir in der Gewaltspirale drin. Die durchbricht Gott hier geradezu, indem er sagt, ich benutze jetzt mal das Lutherwort, mein ist die Rache oder etwas abgemildert hier, Einheitsübersetzung von 2016, mein ist die Strafe. Es ist nicht am Menschen, das zu tun, es ist Gottes Sache. Und wie Gott Gerechtigkeit schafft oder übt, selbst der alttestamentarische Gott wird hier ja noch gar nicht beschrieben. Er sagte, ich bleibe bei der neuen Einheitsübersetzung, er sagt, mein ist die Strafe und die Vergeltung zu der Zeit, da ihr Fuß wanken wird. Ja, der Tag ihres Verderbens ist nah und ihr Verhängnis kommt schnell. Gott wird also Gerechtigkeit aufrichten. Er wird die Täter zur Verantwortung ziehen und die werden quasi an sich selbst verderben.
Was hier aber in jedem Fall passiert, das ist mir wichtig. Also es ist erstmal so, es wird nicht so durchgewurschtelt. Ne? Also es wird nicht über den Kopf gestreckt und sagen, nach dem Motto ist nicht so schlimm, sondern die Täter werden zur Rechenschaft gezogen werden. Aber Gott ist der Richter, nicht die Menschen. Sein ist es, diese Strafe festzulegen und quasi deren Vollzug auch zu überwachen oder auszuüben. Ja. Wie passt die Gnade da rein? Da sind wir noch nicht. Wir gucken erstmal, ja, die Gnade ist immer so das Totschlagargument über alles. Die Frage ist, das ist ja eine Frage, wenn Sie jetzt, nehmen wir mal an, wir bleiben jetzt mal rein menschlich. Ich habe Ihnen 10 Euro weggenommen. Bleiben wir mal klein. Ich klaue Ihnen 10 Euro. Sie bringen mich vor den Kadi und der Richter wird jetzt sagen, hören Sie mal, wollen wir doch gnädig sein. Sind doch nur 10 Euro. Dann werden Sie sagen, gut, sind nur 10 Euro. Machen wir aus den 10 Euro, machen wir 10.000 Euro. Dann wird der Richter sagen, wollen wir mal gnädig sein. Wir haben doch die Gnade. Sind Sie doch nicht so. Ist das gerecht? Ja oder nein? Besteht die Gnade nicht gerade darin, auch gerecht zu sein? Jetzt ist ja die Frage, auf die Sie anspielen, die beantworten diese Texte nicht, die beantworten dann aber im Neuen Testament. Ja? Die Frage ist ja, müssen wir, aber menschlich gesprochen, denken wir immer in Strafgerichten. Ist das Gericht Gottes ein Strafgericht, ja oder nein? Das steht aber doch hier so. Hier steht nur, er wird Vergeltung schaffen. Er wird gerecht. Also wie er das macht? Ich habe ja neue Einheitsübersetzung hier vorgelesen. Ja. Deswegen habe ich bewusst die neue jetzt genommen, dagegen gestellt. Ja? Weil Sie merken, wie Übersetzungen tragen natürlich auch zu unseren Denkweisen, weil wie stellen wir uns das vor? Die neue Einheitsübersetzung ist an dieser Stelle bemerkenswert anders. Im Neuen Testament, wir sind jetzt beim Neuen Testament, wird ja genau dieser Gerichtsgedanke der Gerechtigkeit entfaltet, wo Paulus in diesem Bild im 1. Korintherbrief schreibt, im Angesicht der göttlichen Liebe werden wir geprüft wie schmelzendes Gold im Feuer. Und es wird sich erweisen, ist dein irdisches Haus, ist dein Lebenshaus aus Gold, Silber oder Edelstein, aus Heuholz oder Stroh. Das heißt, das Urteil haben wir längst über uns selbst gefällt. Die Gnade Gottes besteht da drin, dass wir trotzdem unser Häuschen haben. Denn die Frage ist nur, wohnen wir da in einer kleinen Blockhütte oder wohnen wir in einem einigermaßen Palast? Aber den baut nicht Gott für uns, den haben wir uns gebaut. Keiner wird aber von Gott in dem Sinne aus dem Himmel geschmissen. Die Frage ist nur, in welcher Weise werden wir dort existieren? Das wiederum hat viel mit uns selbst zu tun. Wenn einer verurteilt, verurteile ich immer mich selbst. Und Gott versucht mir noch eine Chance zu geben. Das wäre die Gnade. Er kann aber in diesem Chance geben doch nicht daran vorbeigehen, dass ich in meinem Leben möglicherweise anderen massiv geschadet habe und kann die Täter und die Opfer jetzt gleichermaßen behandeln. Das wäre ja gerade, das wäre möglicherweise gnädig, aber auch in höchstem Maße ungerecht. Ich möchte nicht Gott sein. Nicht umsonst sagt Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Der Beter vom Psalm 109, dem es auf Erden offenkundig sehr massiv schlecht geht, muss sich für sein Gebet möglicherweise vor Gott auch rechtfertigen, so menschlich das ist. Jemandem die Pest an den Hals zu wünschen, heißt ja immer auch, und meinen eigenen Anteil daran völlig zu übersehen an meinem Schicksal, ist ja mitunter schwierig. Aber schauen wir nochmal bitte hier auf Deuteronomium, ehe wir uns da drin verlieren. Also wir haben hier diesen Aspekt, dass Gott für sich exklusiv reklamiert, Rache und Strafe üben zu können. Es ist eben nicht Menschensache. Der Mensch ist nicht Herr über Leben und Tod. Die Verfügung über den Baum des Lebens ist ihm im Paradies genommen worden. Der Mensch darf darüber eigentlich gerade nicht richten. Schauen wir mal, blättern wir zurück ins Buch Exodus. Wir gehen wieder in die alte Einheitsübersetzung, damit wir denselben Text haben. Ins Buch Exodus, Kapitel 21, die Verse 23 und folgende. Wir sind auf der Seite 84. Hier kommt zwar nicht Scharia, aber hier kommt das Talionsprinzip, auf das Sie gerade angesprochen haben. Darum geht es nämlich jetzt hier. Als hätte ich es geahnt, dass Sie mich danach fragen würden. Ne? Kapitel 21, Verse 23 und folgende. Es geht jetzt mitten in den Abschnitt rein, aber im Prinzip ist dieser Abschnitt komplett so angelegt. Ich fange trotzdem an, den Vers 18 zu lesen, damit wir den Zusammenhang haben. Wenn Männer in Streit geraten und einer den anderen mit einem Stein oder einer Hacke verletzt, sodass er zwar nicht stirbt, aber bettlägerig wird, später wieder aufstehen und mit Krücken draußen umhergehen kann, so ist der freizusprechen, der geschlagen hat. Nur für die Arbeitsunfähigkeit des Geschädigten muss er Ersatz leisten und er muss für die Heilung aufkommen.
Wenn einer seinen Sklaven oder seine Sklavin mit dem Stock so schlägt, dass er unter seiner Hand stirbt, dann muss der Sklave gerächt werden. Wenn er noch einen oder zwei Tage am Leben bleibt, dann soll den Täter keine Rache treffen. Es geht ja um sein eigenes Geld. Also man merkt, die Rache, um die es hier geht, ist eine geldwerte Gegenleistung. Ja, das ist auch jetzt ein Gesellschaftsbild, das so nicht unseres ist, merkt man sofort. Ne? Hoffe ich jedenfalls, dass es nicht unseres ist. Wenn Männer miteinander raufen und dabei eine schwangere Frau treffen, sodass sie eine Fehlgeburt hat, ohne dass ein weiterer Schaden entsteht, dann soll der Täter eine Buße zahlen, die ihm der Ehemann der Frau auferlegt. Er kann die Zahlung nach dem Urteil von Schiedsrichtern leisten. Ist weiterer Schaden entstanden, dann musst du geben, Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme. Wenn einer seinem Sklaven oder seiner Sklavin ein Auge ausschlägt, soll er ihn für das ausgeschlagene Auge freilassen. Wenn er seinem Sklaven oder seiner Sklavin einen Zahn ausschlägt, soll er ihn für den ausgeschlagenen Zahn freilassen. Wir haben hier eine ganze Reihe von Anweisungen, die nach so einem Wenn-Dann-Prinzip funktionieren. Ne? Jemand hat ein Unrecht begangen, einem anderen Schaden zugefügt. Und wie wird dieser Schaden jetzt gerecht? Wie wird die Gerechtigkeit, die Satisfaktion wiederhergestellt? Dass es diesen Text hier überhaupt so gibt, heißt ja, das ist keine Sache des freien Handels oder des willkürlichen Gutdünkens, sondern es gibt eine Regel. Bitte? Es gibt Spielregeln. Es gibt Spielregeln, die sowohl den Täter wie dem Opfer die jeweiligen Pflichten bzw. Rechte auferlegen, die damit aber der Verfügbarkeit von Täter und Opfer enthoben sind. Keiner kann hinterher sagen, wenn die sich an diese Spielregeln halten, ich bin übervorteilt worden. Und in diese Spielregel hinein gehört dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es geht nämlich darum, wenn einer dir einen Zahn ausschlägt, dann nimm ihm um Gottes Willen nicht mehr als einen Zahn, denn dann fängt das Spiel wieder von vorne an. Eigentlich füge ich jetzt paraphrasierend hinzu, wäre es besser, ihr schließt Frieden. Das ist dann der Fortschritt im Neuen Testament, du sollst deine Feinde lieben, du sollst deine Nächsten lieben. Wenn dich einer auf die linke Wange schlägt, halt ihm auch die rechte hin. Da kommt genau das zum Tragen, denn wenn dich einer auf die linke Wange schlägt, hätte ich hiernach durchaus das Recht, mich zu rächen, dem anderen auch einen Schlag zu verpassen. Aber der dürfte theoretisch nicht härter sein als der Schlag, den ich empfangen habe. Wer will das denn beurteilen? Schon haben wir die schönste Rauferei, bei der ja nächste Geschichten passieren können, wie wir gerade gelesen haben. Das heißt, wir haben hier mit diesem sogenannten Talionsprinzip den juristischen Versuch einer Befriedung von Gewalt, die im Zaum zu halten. Die Gewalt ist offenkundig nicht einfach auszumerzen. Aber es wird eine Regel aufgestellt, die Gewalt wenigstens nicht eskalieren zu lassen. Das ist zumindest auf dieser frühen Entwicklungsstufe des Volkes Israel ein möglicherweise gangbarer Weg gewesen. Im Mittelalter hatten wir so etwas Ähnliches. Wenn der eine Ritter dem anderen was weggenommen hat, dann konnte er Satisfaktion fordern. Schließlich in den Fehlanschwingen und dann kämpften die miteinander. Werden wir heute nicht mehr so auf die Idee kommen. Weil wir mittlerweile in unseren kulturellen Errungenschaften noch mal weiter sind. Wenn Völker heute hingehen, man denke nur an George Bush, der dieses Talionsprinzip wieder hervorbringt, und ich vermute, dass das in manchen Köpfen immer noch schwebt, ne? Die haben das getan, jetzt müssen wir vergelten. Ist ja sofort so. Hier verübt ein feiger Mörder einen Terroranschlag und schon fliegen die Bomber nach Syrien oder sonst wohin. Da haben sie genau diese Vergeltung. In Syrien werden aber Menschen getroffen, die sind dafür gar nicht verantwortlich. Wir säen neuen Hass und die schicken wieder Leute. Wir werden aus dieser Gewaltspirale nie rauskommen. An dieser Stelle greift das Wort Jesu aus dem Neuen Testament, ihr sollt eure Feinde lieben. Vergeltet nicht Gleiches mit Gleichem. Weil trotz des Talionsprinzips der Mensch offenkundig nicht in der Lage ist, aus dieser Gewaltspirale auszusteigen. Das ist der, ich sage mal fast, hilflose Versuch, die dem Menschen eigene Gewalt und Gewaltfantasie zu haben, zu zähmen. Und da hinein spricht Gott, mein ist die Rache. Am Tag der Vergeltung werde ich das üben. Ich werde die entsprechend zur Rechenschaft ziehen und dann strafen oder wie auch immer. Er sagt ja aber noch nicht mal, wie die Strafe aussieht. Er wird nur Gerechtigkeit schaffen. Und das ist für mich durchaus auch eine Frage der Gnade an dieser Stelle. Denn auch ein gnädiger Richter
Ein gnädiger Richter wird so strafen, dass der Bestrafte noch damit leben kann. So könnte man das neutestamentlich formulieren. Das Volk Israel lebt heute auch nach diesem Prinzip. Nach welchem Prinzip? Ja, weil es ist ja deren Tora. Und es ist nicht ganz, in meinen Augen ist das nicht so ganz... Nicht immer. Ja, und es ist... Solange sie untereinander sind, ja. Ja. Aber ihre ja, und ich, ich nehme für mich in Anspruch wirklich ein großer Freund... Das Spiel nicht. Also ich nehme für mich in Anspruch wirklich ein großer Freund Israels zu sein, auch des Volkes Israel zu sein, weil für mich ein Christentum ohne das Verwurzeltsein im Judentum schlicht und ergreifend nicht denkbar ist. Trotzdem muss man das, was in Israel passiert, wie auch da mit den Palästinensern umgegangen wird, ist mehr als dazu geeignet, den Hass nicht zu befriedigen, sondern es sät immer neuen Hass. In diesem Land, das ist, wenn, wir hatten vorhin die Landnahme durchs Rote Meer, ne? Seitdem ist das im Prinzip. Es saßen in Kanaan, saßen schon die Philister, die Phönizier, die Kanaan, die saßen schon da. Das Land, wem gehört das Land? Ja. Will man auch schon Anführungszeichen drumherum machen. Ja? In diesem Landstrich müssen viele Völker miteinander leben. Solange da ein Land oder ein Volk für sich in Anspruch nimmt, ist es auch exklusiv unseres und alle anderen sind kleiner, wird es dort nicht zu Frieden kommen. Man wird zu einer Koexistenz kommen und wenn man permanent in Gebieten einfach siedelt, wild siedelt, wird das keinen Frieden geben. Weil ich ein Freund Israels bin, muss man das so sagen. Wenn dieser Landstrich Frieden erhalten soll, muss das aufhören. Man kann nicht ewig die Palästinenser da auf diese Weise unterdrücken. Das wird den Hass immer wieder hervorbringen. Die Hamas ist deswegen da so stark, weil das, oder in bestimmten Bereichen so stark, weil das von daher immer befeuert wird. Ja? Das wird Ähnliches werden wir jetzt erleben, wenn Herr Trump die Muslime nicht einreisen lässt. Das wird nicht dazu führen, dass die Muslime sagen, oha, der lässt uns nicht einreisen, jetzt müssen wir umdenken. Nein, der Hass wird größer werden. Ja? Es ist genau eine kontraproduktive Strategie. Ja? Und das Talionsprinzip ist auf dieser Entwicklungsstufe. Erstmal, wenn wir das jetzt mal so Menschen lebensgeschichtlich nehmen, ist das ja eher eine Geschichte, von der man sagt, ja, so handeln wir im Kindergarten. Ne? Du hast dem das Förmchen weggenommen und kaputt gemacht, dafür musst du jetzt einen adäquaten Ausgleich schaffen. Aber nicht dem das Förmchen jetzt wegnehmen. Und schon gar nicht über den Kopf hauen. Ne? Ja? Sondern, also das ist ja erstmal so eine ganz banale Geschichte, der Versuch, eine banale Gerechtigkeit zu schaffen, die jedem scheinbar einsichtig ist. Dass das Leben und die Wirklichkeit doch erheblich viel komplexer ist, das wissen Sie und ich auch. Und dass das da schon gar nicht mehr reicht. Wir Westeuropäer haben nach dem 30-jährigen Krieg mit dem Westfälischen Frieden ja diese Erfahrung gemacht, dass Diplomatie notwendig ist. Aber Diplomatie ist furchtbar anstrengend, wenn jeder zu seinem Recht kommen will. Das kann man nicht einfach dekretieren. Ich weiß nicht, wie lange die da in Münster und Osnabrück gesessen haben. Jahre, Monate, ja, Jahre. Was ist da rausgekommen? Wuppertal, reformierte Stadt, und ich als Katholik bin mittendrin, ist unter anderem noch rausgekommen. Ja? Also, und ich lebe hier, ich lebe ganz gut hier, ne? Und Sie sind evangelisch, und wir sitzen an einem Tisch. Jetzt weichen Sie mir aus, das Ergebnis hatte mit Frieden nichts zu tun. Nein, da gebe ich Ihnen ja recht. Ja? Aber, und es muss ja immer neu errungen werden. Es muss immer wieder, wir können nie sagen, jetzt sind wir einmal fertig. Nur wenn man denkt, wir schaffen jetzt einfach Fakten und jetzt ist es so und wir dekretieren, dann wird es nie besser. Im Gegenteil, wir werden immer neue Gewalt sehen. Ich möchte noch erstmal einen Text aus dem Neuen Testament, bevor wir dann zum Abschluss, ich will nicht die große Friedenssoße über alles kippen, aber doch ein wenig, Sie mit ein wenig Hoffnung nach Hause entlassen, damit es nicht ganz so war. Aber erstmal, damit wir uns vielleicht von dem Verdacht befreien, das Neue Testament jetzt in eine große Friedensvision hineinkippen zu wollen, in der das alles nicht mehr vorkäme, würde ich Sie bitten, dass Sie einmal den Römerbrief Kapitel 12 aufschlagen und da in den Vers 19 schauen. Da sind wir auf der Seite 1262. Da schreibt der Paulus ganz lapidar: Rächt euch nicht selber, liebe Brüder, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes, denn in der Schrift steht, mein ist die Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute.
Paulus zitiert jetzt zweimal aus dem Alten Testament. Das erste Zitat haben Sie noch im Ohr, das war aus dem Buch Deuteronomium. Da geht er genau auf diese Geschichte ein. Mein ist die Rache. Und danach im Umgang mit den Feinden zitiert er aus dem Buch der Sprüche etwas, wie man mit dem Feind umgehen soll. Jetzt für mich war einfach wichtig dieser Vers 19. Rächt euch nicht selber, liebe Brüder, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes, denn in der Schrift steht, mein ist die Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr. Allein deshalb, um hier nochmal zu betonen, Paulus ruft schon auch die Christen nochmal dezidiert dazu auf, dass er sagt, es ist allein an Gott, das Urteil zu fällen. Aber der Gott, den ihr vorstellt, kann zornig sein. Er ist eben nicht nur lieb, sondern es ist ein Gott, der die Täter tatsächlich auch zur Rechenschaft zieht. Man kann sich eben nicht einfach sagen, es wird schon alles gut gehen. Genau das wäre eben ungerecht, nämlich denen gegenüber, die eventuell zum Opfer geworden sind. Das heißt, die ganze Justiz ist eigentlich Quatsch. Das ist jetzt wieder, auf sowas warte ich immer, dass Sie das sagen. Nein, das eine kann man mit dem anderen nicht zusammennehmen, weil wir Menschen ja hier schon dazu da verdammt sind, gerecht zu leben. Und wir, ist nicht gefährlich. Da Gott offenkundig, das ist ja schon die Quintessenz, die wir quasi aus dem Durchzug des Schiffs mehr dieser Erzählung hatten, da Gott offenkundig mit sehr irdischen Dingen umgeht und handelt, bedarf es natürlich, ist die Menschheit schon gerufen, selbst auch zu richten und Regeln, auf die Einhaltung der Regeln eben entsprechend zu achten. Da kommt ja nicht permanent die Hand aus dem Himmel, das wird ja nicht gehen. Das heißt, wir brauchen Richterinnen und Richter, die im Zweifelsfall die Einhaltung des Rechtes überwachen bzw. wiederherstellen. Aber diese Richter müssen sich immer klar sein, dass sie nicht willkürlich handeln dürfen, sondern sie werden ihrerseits dafür eben auch Rechenschaft ablegen müssen. Wenn wir uns vorstellen, wir hätten einen ungerechten Richter, die hat es ja in der Geschichte durchaus gegeben, ne? Dann kommen diese Richter nicht einfach, die sind ja ungeheuer mächtig als Richter. Und ein solcher Richter muss angesichts der eigentlich, also er muss sich klar machen, woher hat er seine Macht, woher hat er seine Vollmacht, von wem leitet die sich her? Ne? Erstens, zweitens, wir reden hier über eschatologische Gerichte. Wir reden hier nicht über Taschendiebstahl, sondern wir reden hier über ewiges Heil oder Unheil oder alles das, was dazwischen liegen mag. Nicht über die Verkehrsdelikte und also die Dinge, die gemacht werden müssen. Kleinen Mord oder einen kleinen Totschlag oder so weiter, da reden wir nicht drüber. Auch den Mord und den Totschlag müssen Sie hier auf Erden entsprechend sühnen und ahnen, alleine um die Gerechtigkeit hier auf Erden herstellen zu können. A. Und B. auch um präventiv die Mörder zumindest aus dem Verkehr zu ziehen. Wir haben in unser Rechtssystem lebt ja hier gerade auch vom Gedanken der Resozialisation. Das heißt, ein Menschen, der wie auch immer straffällig geworden ist, eigentlich wieder in die Gesellschaft zu reintegrieren, ihn wieder sozialfähig zu machen. Und auch wenn er ein Mörder ist, hat er de facto nach einer gewissen Zeit ja diese Chance. Es sei denn, seine Prognose ist entsprechend schlecht, dann kommt er auch nicht wieder frei. Ja, also unser Rechtssystem ist eigentlich darauf angelegt, dass der Mensch in die Gesellschaft wieder hineinkommt, aber dazu bedarf es eben dann auch eines entsprechenden Rechtssystems mithin der entsprechenden Personen, die dieses Recht dann auch sprechen und ausführen. Hier geht es noch eine Stufe weiter. Die Frage ist ja, ist ein Mörder, um das Beispiel, da sind wir die Extrembeispiele, ja. Ne, um einen Mörder, der hier seine Strafe abgesessen hat, ob der vor Gott sagen kann, aber ich habe es doch hinter mir. Das ist irdisches Recht, das ist himmlisches Recht. Darüber können wir uns kein Urteil erlauben. Das ist nochmal eine andere Kategorie. Zum Schluss noch ein Blick in zwei prophetische Schriften, die nochmal deutlich machen, dass auch das Alte Testament zu einer anderen Perspektive fähig ist. Wir schauen einmal in das Buch des Propheten Jesaja. Und da in das zweite Kapitel. Da ist zumindest in den Versen 1 bis 5, wir haben ja vorhin schon Israel und die Völker gehabt, wo die Völker toben und wo Gott entsprechend eingreifen soll. Hier heißt es folgendermaßen: Das Wort des Jesaja, der Sohn des Amos, in einer Vision über Juda und Jerusalem, der Sohn des Amos in einer Vision über Juda
und Jerusalem gehört hat. Am Ende der Tage wird es geschehen, der Berg mit dem Haus des Herrn steht fest gegründet als höchster der Berge. Er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle Völker, viele Nationen machen sich auf den Weg. Sie sagen, kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gott Jakobs. Er zeige uns seine Wege, auf seinen Pfaden sollen wir gehen. Denn von Zion kommt die Weisung des Herrn, aus Jerusalem sein Wort. Er spricht Recht im Streit der Völker, er weist viele Nationen zurecht. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert Volk gegen Volk und übt nicht mehr für den Krieg. Ihr vom Haus Jakob kommt, wir wollen unsere Wege gehen im Licht des Herrn. Also hier eine ganz andere Vision, die des messianischen Friedens, in der deutlich werden soll, dass Gott letzten Endes den Frieden will und die Völker nicht mehr streiten. Wann kann das sein? Was war bisher Anlass für den Krieg? Der Anlass war, wenn wir an Psalm 2 denken, wenn die Mächtigen der Welt dem Gott Israels nicht den entsprechenden Respekt zollen, sondern ihn bekämpfen. Wenn sie es tun und zum Berg Zion kommen, ihn verehren, dann werden Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet. Dann tritt der Friede ein. Das ist der Gedanke in dieser Friedensvision des Jesaja. Und dann den heutigen Abend abschließend will ich Sie, Ihre Aufmerksamkeit einmal auf das Buch des Propheten Micha lenken. Und zwar da das 4. Kapitel. Das ist hier in unseren Bibelausgaben die Seite 1044. Die Verse, ebenfalls die Verse 1 bis 5. Eine ähnliche Vision von der großen Völkerwallfahrt zum Zion. Am Ende der Tage wird es geschehen, der Berg mit dem Haus des Herrn steht fest gegründet als höchster der Berge. Er überragt alle Hügel, zu ihm strömen die Völker. Viele Nationen machen sich auf den Weg, sie sagen, kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er zeige uns seine Wege, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion kommt die Weisung, aus Jerusalem kommt das Wort des Herrn. Er spricht Recht im Streit vieler Völker, er weist mächtige Nationen zurecht. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermessern aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert Volk gegen Volk und übt nicht mehr für den Krieg. Jeder sitzt unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Und niemand schreckt ihn auf. Ja, der Mund des Herrn der Heere hat gesprochen. Denn alle Völker gehen ihren Weg, jedes ruft den Namen seines Gottes an, wir aber gehen unseren Weg im Namen Jahwes, unseres Gottes, für immer und ewig. Sie merken eine große Verwandtschaft zum Text, den wir gerade bei Jesaja hatten, und dann doch noch einen entscheidenden Schritt nach vorne. Erstmal, jeder liegt unter seinem Weinstock, schönes Bild, da kann man gut mit leben. Bisher hatten wir aber immer den Gedanken, die Völker und die Mächtigen sollen Jahwe verehren. Hier reicht es schon, wenn die Völker einfach ihrer Wege gehen und jedes den Namen seines Gottes anruft. Es geht nicht um Unterwerfung. Es geht darum, dass die Völker Frieden miteinander halten und sich gegenseitig den Respekt zollen. Wir aber gehen unseren Weg im Namen Jahwes, unseres Gottes, für immer und ewig. In der Tradition dieses Verses stehen wir heute hier in Wuppertal. Ich weiß nicht, ob Menschen jüdischen Glaubens in diesem Raum sind. Ich vermute mal, dass der Großteil von uns Christen ist und das noch Unbeschnittene, sprich Heidenchristen. Die meisten von uns gehören nicht dem jüdischen Volk an. Aber wir stehen, weil wir Christen sind, in der Tradition dieses Volkes, denn wir verehren genau diesen Gott, der hier Jahwe genannt wird. Den wollen wir auch für immer und ewig verehren. Und dieser Gott sagt uns hier, dass niemand aufgeschreckt werden soll. Auch der Gott des Alten Testamentes will den Krieg nicht. Er will den Frieden. Wenn es aber sein muss, tritt er für die Schwachen ein. Wenn es sein muss, mit allen Mitteln. Wohlgemerkt, er. Denn es ist an ihm, Rache, Recht zu schaffen. Die Menschen dürfen das nicht tun. Warum? Weil wir Menschen immer in der Gefahr sind, des Guten zu viel zu wollen und dem anderen dann doch mehr zu nehmen, als uns eigentlich zusteht. Wenn der Krieg in die Welt kommt, passiert es eigentlich immer durch uns Menschen, weil unser Herz verhärtet und verstockt ist. Aber wenn Gott, wenn das Gott der Rache ist,
warum beeinflusst er die Menschen, die Unrecht tun, nicht schon vorher? Das ist eine ganz, ganz interessante Frage, weil es uns dann gar nicht gäbe. Wir haben nur halt diese Freiheit und letzten Endes sind wir frei. Ich überlege gerade, ob ich dazu ein kurzes Bibelzitat finde. Ich muss mal kurz eben hier in die Bibel gucken. Ich meine, im Jakobusbrief da etwas zu gelesen zu haben. Es muss ein bisschen Werbeeinblendung kommen. Ich denke, es gibt wahrscheinlich schon Versuche, Gottes das zu beeinflussen, aber... Die Frage ist, ob die Menschen hören. Das ist die Frage. Und darauf geht nämlich der Jakobusbrief entsprechend ein. Wir sind Jakobusbrief, 1. Kapitel, die Verse, ich lese jetzt mal die Verse 2 bis 18, das ist die Seite 1352. Da schreibt der Jakobus: Seid voll Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Die Ausdauer aber soll zu einem vollendeten Werk führen, denn so werdet ihr vollendet und untadelig sein, es wird euch nichts mehr fehlen. Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemand einen Vorwurf. Wer bittet, soll aber voll Glauben bitten und nicht zweifeln. Denn wer zweifelt, ist wie eine Welle, die vom Wind im Meer hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch bilde sich nicht ein, dass er vom Herrn etwas erhalten wird. Er ist ein Mann mit zwei Seelen, unbeständig auf all seinen Wegen. Jetzt überspringe ich die folgenden Verse, sind auch wichtig, aber der Kürze wegen. Ich setze bei Vers 12 wieder ein. Glücklich der Mann, der in der Versuchung standhält. Denn wenn er sich bewährt, wird er den Kranz des Lebens erhalten, der denen verheißen ist, die Gott lieben. Keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. Denn Gott kann nicht in Versuchung kommen, Böses zu tun, und er führt auch selbst niemand in Versuchung. Jeder wird von seinen eigenen Begierde, die ihn lockt und fängt, in Versuchung geführt. Wenn die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Ist die Sünde reif geworden, bringt sie den Tod hervor. Lasst euch nicht irreführen, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater der Gestirne, bei dem es keine Veränderung und keine Verfinsterung gibt. Aus freiem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gleichsam die Erstlingsfrucht seiner Schöpfung seien. Entscheidender Gedanke, kurz zusammengefasst, auch mit Blick auf die Uhr. Erstens, das Böse kommt nicht aus Gott, sondern wenn überhaupt aus den Herzen der Menschen. Psalm 109. Denken Sie an diese furchtbaren Bilder. Das Böse kommt aus den Herzen der Menschen. Das Zweite, warum spricht Gott nicht einfach und gibt denen die Gedanken ein? Ja, wenn Sie ein gläubiger Mensch sind, werden Sie die hören, die Gedanken. Und Sie werden das nicht tun. Sie sehen alle so aus, als wenn das bei Ihnen fruchtbar wäre. Wenn sie aber nicht gläubig sind, wenn sie wankelmütig sind und zweifeln, dann hilft das nichts, wenn Gott spricht. Schreibt er hier. Denn in solchen Menschen wohnen zwei Seelen in der Brust. Dann hilft es nichts, wenn Gott spricht. Jetzt könnte man hingehen und sagen, dann kann Gott doch einfach einen Blitz auf diesen Menschen, dann ist auch gut. Könnte man ja sagen. Ja, aber dann würde Gott gegen seine eigenen Prinzipien sprechen, dann wäre er ja willkürlich. Wer könnte vor einem solchen Gott überhaupt noch bestehen? Dann gäbe es uns gar nicht, sagt der Text ja auch. Hier war zum Schluss. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater der Gestirne, bei dem es keine Veränderung und keine Verfinsterung gibt. Warum ist Gott allmächtig? Weil er gleichzeitig ohnmächtig unserem freien Willen gegenüber sein muss. Wäre Gott uns gegenüber nicht ohnmächtig, könnte er etwas nicht, dann wäre er nicht allmächtig. Ein Paradox. Gott muss unsere Freiheit, auch die Freiheit zum Bösen, akzeptieren, weil er sonst seine eigene Allmacht, sein eigenes Gottsein in Frage stellen würde. Jakobus schreibt aber, das Böse kommt nie aus Gott, sondern aus unserem Herzen. Deswegen, das ist jetzt aber christlich gesprochen, ist christliche Theologie,
Deswegen fällt Jesus ja im wahrsten Sinn des Wortes unter die Mörder und stirbt den niedrigsten denkbaren Tod am Kreuz. Unschuldig. Und er steht trotzdem von den Toten auf. Das ist das große Zeichen der Solidarität Gottes. Das ist ein eigenes Thema. Das besprechen wir auch mal hier. Wie man das, diesen Kreuzestod Jesu, verstehen kann. Der dann nämlich genau diese Gewaltspirale durchbricht. Denn da gibt es keine Rache Gottes mehr. Im Kreuztod und der Auferstehung Jesu und der Tatsache, dass die Mörder Jesu ungeschoren davonkommen, die Römer und die, die ihn verfolgt haben, die ihn den Römern ausgeliefert haben und so weiter. Okay. Jesus spricht am Kreuz noch, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da wird jedes Rechtsprinzip von der positiven Seite her durchbrochen. Wenn das Talionsprinzip gelten würde, hätte Jesus an dieser Stelle gesagt, jetzt müssen sie auch sterben. Tun sie aber nicht. Das ist dann ein Fortschritt, den wir in unserem christlichen Glauben dann haben. Ich verspreche Ihnen, das Thema werden wir nochmal aufgreifen. Dieses Thema. Ich habe noch eine Frage Bitte. Zu dem Thema überhaupt. Ja? Wieso gibt es ein auserwähltes Volk von Gott? Auch eine sehr bemerkenswerte Frage, aber dann sitzen wir noch in einer Stunde hier. Ich versuche ganz kurz zu machen. Die Antwort des Paulus darauf. Die Antwort des Paulus. Ich weiß jetzt nicht mal, in welchem Brief. Ich glaube, im Römerbrief. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Im Prinzip ist das so eine Art Pädagogik Gottes, der sich zuerst ein Volk auserwählt hat, dem er die Weisung gegeben hat, an diesem Volk gezeigt hat, wie es gehen kann. Dieses Volk sollte eigentlich eine Leuchte für die Völker sein. Und jetzt kommt quasi das zum Abschluss in Jesus Christus. Die Völker kommen zu Gott. Das ist das, was wir gerade bei Micha hatten. Ne? Der Zionsberg soll zur Leuchte für die Völker werden. An Israel sollen die Völker nicht sehen, so ist Gott, und dann in diese Verehrung des einen Gottes einkehren. Das ist die Idee, wie Paulus sie, ich weiß jetzt nicht genau an welcher Stelle, aber vorstellt, dass das so eine Art Pädagogik Gottes für die Menschen war. Das ist die Antwort des Paulus. Ja, ganz kurz und knapp. Okay, in diesem Sinne. Wenn Sie möchten, sind Sie in 2 Wochen sehr gerne wieder eingeladen, hier hinzukommen. Dann wird es um das Thema gehen, wie feiern wir Katholiken eigentlich die Eucharistiefeier und warum feiern wir sie so, wie sie feiern und wie verstehen wir das Ganze eigentlich. Da werden wir uns mal angucken, wie ist so eine Eucharistiefeier aufgebaut, was bedeuten die Zeichen und Symbole, die da eine Rolle spielen und warum machen wir das so, wie wir das machen. Und warum machen es andere vielleicht anders? In diesem Sinne, wenn Sie möchten, sind Sie in 2 Wochen herzlich wiedergekommen. Kommen Sie gut nach Hause. Danke.